dass sie nicht absprechen, dass ich ein Herz für den VfB habe. Was ist passiert? Oh, Der VfB Stuttgart führt mit 2, -2 1. Ich kann es nicht fassen. Der VfB Stuttgart hat den zweiten Treffer erzielt, an den hier niemand mehr gekauft hat. Nach 1950, 52 und 84 gewinnt der VfB Stuttgart zum vierten Mal die Meisterschale. das komplette Fleisch ist aus dem auf die herzlich willkommen zu VfB STR mein Name ist Ricky Palm und mit mir im Fanprojekt sitzt Sebastian Rose hallo sebastian hallo ricky Sebastian, ich bin jetzt an dem Punkt angekommen, da gehen mir einfach die Superlative aus. Ja? <laughs> Absolut, ja. Also Woche für Woche spielt dieser Verein herausragend. Wir sind seit dem 20.01. das war die Partie in Bochum, Bannergate. Oh, du oh erinnerst Gott, das ist dich? So lange <laughs> her, so lange her. Damals war es noch richtig kalt. Heute ist es auch kalt, aber ja, es war kalt, ja. noch kälter, genau. Ähm, da haben wir das letzte Spiel verloren. Ja. Seitdem folgten neun Siege und zwei Unentschieden. 29 zu 11 Tore. Vier Spiele zu null. Eine extrem hohe Effizienz. In den letzten drei Spielen kommen wir zusammengerechnet auf einen XG-Wert von 4,4 und erzielten sieben Tore. Es gab ja mal Leute in dieser Sendung, die haben kritisiert, dass der VfB die Chancen nicht nutzen würde. Echt jetzt? Zieh ich zurück. Ja. Zieh ich zurück. Der VfB, der VfB hat wirklich allerbeste Chancen sich noch vor dem letzten Spieltag für die Champions League zu qualifizieren. Es ist absurd. Wann endet dieser Traum? Ja, hoffentlich nie. Also, also am 34. Spieltag dann schon irgendwie, weil dann die Saison vorbei ist. Aber ähm, du hast es angesprochen, das ist halt wirklich. Äh Komplett surreal. Wir wären vor den letzten zwei Jahren froh gewesen, wenn wir vor dem 34. Spieltag den Klassenerhalt ähm, hätten sicher gehabt. Und jetzt können wir vor dem 34. Spieltag die Champions League ähm, klar machen. Und das ist ein Fiebertraum, aber ein schöner. Es ist ein schöner Fiebertraum und ich freue mich auch schon drauf, wenn es auf die Reise geht. Und selbst wenn es in die Europa League gehen würde und selbst die Conference League, ich würde alles mitnehmen. Ich bin verliebt in diese Saison, ich bin verliebt in diese Mannschaft, in diesen Trainer. Es ist einfach momentan wirklich Partytime als VfB-Fan. Und es ist soll nicht aufhören. Ich weiß genau, der Kater wird heftig. Irgendwann wird er kommen. Ähm, nicht gegen Bremen, aber er wird Natürlich irgendwann kommen. Ähm, wir werden sehen. Und ich glaube, äh, ja, vom Thema Conference League muss ich, glaube ich, schon verabschieden, oder? Ja, stimmt. Also, das <laughs> wird nichts mehr. Es <laughs> gibt vielleicht noch Punktabzug, weiß ich nicht. Und dann landen wir doch nur in der Conference League. Nein, Quatsch. Jetzt will ich in die Champions League. Wo auch sonst denn. Ja, wer nicht. So, unsere Themen heute, Sebastian. Es wird gefeiert. Es wird ich muss kurz, äh, stoppen, also, oh. weil Champions League, ich meine, wenn du siehst, Borussia Dortmund, der Club, der in dieser Saison dreimal gegen den VfB verloren hat, steht im Halbfinale der Champions League. Also Mehr möchte ich gar nicht sagen, aber man sieht, wo es hingehen könnte. Ja, ich finde, also wir sollten uns da schon auch Ziele setzen in der Champions League. Und wenn Dortmund das Halbfinale erreicht, dann ja. warum nicht, sag warum ich nicht, mal? War warum nicht? nicht? Finale der Horm. Wäre schön. Wo, wo immer auch der Horm ist. In München. Also es wäre doch schön, wenn wir die Party crashen würden und dann im Champions League-Finale in München mit dem VfB Stuttgart einen großartigen Triumph gegen you name it feiern würden. Es ja. ist natürlich, Leute, ironisch, ja, natürlich, wir freuen uns ja. einfach nur. Natürlich kommt der VfB nicht ins Champions-League-Finale. Wer weiß. Also <laughs> unsere Themen heute, das Spiel gegen Eintracht Frankfurt, unterstrich wirklich nochmal die unglaublichen Qualitäten, die wir aktuell auf den Platz bringen. Der VfB, also den, dem, dem VfB reichten eigentlich, ich bin schon wieder völlig geistesbeschränkt, muss ich eigentlich <laughs> sagen, sorry. Dem VfB reichten eigentlich 30 gute Minuten, um die SGE komplett zu brechen. Wir analysieren natürlich dieses Spiel und auch ähm, wenn der VfB aktuell fast schon unbesiegbar erscheint, ist der Respekt vor Werder Bremen im altehrwürdigen Weserstadion groß meinerseits. Ja, dennoch würde ich behaupten, auch gegen Bremen wird der VfB seine ungeschlagene Serie ausbauen. Bremen ist schlagbar. Ja. Wie wir das machen, erfahrt ihr natürlich in der Gegnervorschau. In der vergangenen Woche haben wir uns die Leihspieler des VfB vorgenommen und über die Prognose. Über den Verbleib sozusagen jedes einzelnen Leihspielers gesprochen. Heute soll es darum gehen, mit welchen Spielern der VfB Stuttgart sicher mhm. für die Saison 24, 25 planen kann. Und natürlich, nübel, 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 allen voran, weil mit dem können wir schon mal planen. So sieht es nämlich aus. Das ist safe, hoffe ich zumindest. <laughs> Außerdem gibt es wie immer den Blick ins NLZ und zu den VfB-Frauen. Ja, und dann bleibt mir eigentlich nur noch übrig, darüber wieder zu philosophieren, dass ihr gerne. Spotify und Apple Podcast dazu nutzen könnt, um uns zu hören und gleichzeitig Bewertungen abzugeben. Denn das ist super wichtig für den Algorithmus, habe ich mir ja. sagen lassen, und auch fürs Ego. So ehrlich <laughs> muss man sein, definitiv, also, definitiv, haut ja. in die Tasten. Und letzte Woche haben wir dazu aufgerufen, dass man auf YouTube den Daumen nach oben da lassen soll, Sebastian, mit wirklich Ähnlich großen Erfolg wie der VfB Sugar dann am Samstag gegen Frankfurt. Es gab eine Menge Daumen. Danke dafür. Genau, also ihr macht das wirklich super. Also, wenn wir drum bitten, dann funktioniert das auch. Klappt, klappt richtig gut. Und ich möchte mich auch nochmal bedanken. Ich habe ja auch dazu aufgerufen, dass ich noch eine Karte fürs Bayern-Spiel brauche. Auch die habe ich ähm, bekommen tatsächlich. Also an den, an der Stelle nochmal vielen Dank, Jörg. Also Jörg, danke. Vielleicht hast du auch noch eine Dauerkarte in der Cannstatter Kurve für die kommende Saison übrig. Ich habe gehört, die werden dir nur noch vererbt und nicht mehr weitergegeben. Also wenn einer seinen Erbe abtreten möchte, <laughs> kontaktiert mich oder Sebastian. Wir kennen da vielleicht jemanden, der Interesse an so einer Karte haben soll. Gut, also wenn wir schon bei YouTube sind, dann natürlich nicht nur den Daumen da lassen. Auch das ist heute wieder gefragt. Lass den Daumen da. Sondern auch abonnieren und die Glocke aktivieren mit das Wichtigste in oh. diesem Jahr. Verrückten. Und mir noch nicht ganz erschlossenen YouTube-Welt. Kommen wir zum Spiel gegen Eintracht Frankfurt. Und ich hatte wirklich großen Respekt vor diesem Spiel gegen die Eintracht. Muss ich schon sagen, am Nachmittag zuvor gewannen Dortmund, Leipzig und die Bayern ihre Spiele ja, mehr oder weniger souverän. Auch sie gewannen sie auf jeden Fall. Und das hat den VfB natürlich ein Stück weit unter Zugzwang gesetzt. Und äh, da war ja auch die Frage, okay, wie geht denn das Team von Hoeneß mit dem Druck dann um? Also, weil ja. mittlerweile auch die Mannschaft, auch der Trainer gucken Richtung Champions League und äh, da musste dann geliefert werden. Und du musst natürlich erstmal wieder hochfahren nach diesem. Drama in Dortmund. Ich meine, wir haben gesehen, wie die Spieler gefeiert haben und ich hatte schon so die Befürchtung, okay, wenn wir jetzt zum Beispiel gegen die SGE verlieren würden, ja, dann wartet wirklich ein Restprogramm auf dich, das dich vor große Herausforderungen stellt. In Bremen, in Leverkusen, zu Hause gegen die Bayern, in Augsburg und zum Abschluss gegen Gladbach. Vielleicht bis aufs letzte Spiel, da würde ich sagen, das kann der VfB schon gewinnen. Alles knifflige Aufgaben oder unangenehme Aufgaben in Augsburg, in Bremen, das ist jetzt kein Selbstläufer. Und ich dachte mir so, uh, also wenn es richtig scheiße läuft, ähm, dann könnte das nochmal dazu führen, dass wir am Ende vielleicht doch zittern müssen. Aber jetzt kann ich sagen, wir spielten es wirklich runter wie eine Spitzenmannschaft. Frankfurt war chancenlos, wirkte zeitweise sogar ambitionslos. Lag das jetzt an unserem Spiel deiner Meinung nach oder eher an der SGE selbst? Ich weiß nicht, ich tue mich da mit Frankfurt in dieser Saison wirklich schwer, weil wir hatten vor der Sendung auch schon gesprochen, also für uns waren so Assets, die Frankfurt mitgebracht hat, waren Attitüde, Mentalität, Einsatz und natürlich auch ein gewisser Spielwitz und am Samstag hat man eigentlich nichts davon gesehen, also die Mannschaft hat einfach nichts ausgestrahlt und du liegst dann nach 37 Minuten 0-3 hinten und der Trainer macht auch nichts, der wechselt dich, also du liegst nach 17 Minuten 0-2 hinten und der Trainer stellt nicht um, er macht keine Wechsel, also irgendwie kam mir die Eintracht sehr sehr ähm, lethargisch vor und da muss man natürlich auch ähm, berücksichtigen es gab eine ewig lange Verletztenliste also mit äh, Skiri Tuta und Ibimbe sind drei Leistungsträger Stammspieler ausgefallen kurz vor Beginn hat sich Götze noch äh, wegen Bindehautentzündung glaube ich abgemeldet also da fehlten schon sehr sehr viele Spieler was dann zur Folge hatte dass ähm, in der Startelf das fand ich wirklich schön einmal der 40-jährige Hasche-Bestand und ein 80 18 nicht 18-jähriger <laughs> Debütant also das äh, fand ich schon bemerkenswert und der VfB das können wir vorwegnehmen hat die Karriere von Hasebe. Beendet. beendet ja, also das ist natürlich dann auch nochmal hart. Aber genau, also 0-3 in Kannstadt verloren und prompt äh, beendet dann <laughs> Makoto Hashebe nach gefühlt äh, ja, 40 Jahren Profifußball seine Karriere. Ja, aber trotzdem danke für die tolle Zeit. Ja, das war, also, war, war immer toll. <laughs> Muss ich schon mal sagen. Kommen wir zur Aufstellung. Drei Wechsel nahm Sebastian Höhnes im Vergleich zum Dortmund-Spiel vor. Fabian Bretlo ersetzte den am Gesäß verletzten Alexander Nübel. Leonidas Stergio vertrat Joscha Wagnermann und machte ihn eigentlich komplett vergessen. Ich saß da im Stadion und dachte nicht einmal darüber nach, dass Josch nicht dabei war. Also das fand ich schon auch bemerkenswert, weil er ja schon auch viel ähm, Einfluss hatte, auch aufs Offensivspiel und immer wieder gute Flanken geschlagen hat, zuletzt auch ein paar Mal getroffen hat, muss man sagen. Und wer jetzt? Wagnermann. Wagnermann, Weil die guten Flanken und das gute Pressing... Hat auch Sergio. Deswegen hat er ihn ja vergessen ja, genau, gemacht. Ja, Aber es hat mich schon überrascht, muss ich sagen. Ja, also er ist komplett reingefunden. Er hat ja schon gegen Dortmund gute Szenen gehabt. Ich erinnere mich dann an die Kopfballaktion gegen Füllkrug, wo er wirklich brillant geklärt hat. Auch diesmal da wieder eine Szene gab, wo er kurz vor der Linie klärt und hat mutig im Gegenpressing gearbeitet. Hat viele Bälle auch ganz tief in der Frankfurthälfte gewonnen. Also wieder ein, wie sagt man, ein blitzsauberes Spiel von ihm. Ja, das Absurde ist ja eigentlich, dass Hoeneß irgendwie aufstellen kann, wen er möchte ja. und die performen. Selbst ein Breto, wir reden nachher noch ein bisschen ausführlicher über ihn. Also da habe ich jetzt nicht unbedingt einen massiven Qualitätsabfall gesehen im Vergleich zu Nübel. Nee, absolut nicht. Also ähm, Fabi Breto hat eine, ein richtig gutes Spiel gemacht und ähm, ja, am, am Ende stand nicht ohne Grund äh, die Null ähm, mal, mal wieder. Also mal wieder ein Shootout für einen VfB-Keeper, diesmal halt dann für die Nummer zwei, weil er auch wirklich gut gehalten hat. Das, was auf seinen Kasten kam, hat er halt wirklich ähm, sauber rausgefischt, aber er hat auch eine große Souveränität einfach ausgestrahlt und wirklich seinen, seiner Hintermannschaft da äh, die Sicherheit gegeben, die sie brauchte. Es gab noch einen Rückkehrer, Waldemar Anton, nach Gelbsperre wieder im Abwehrzentrum und für ihn blieb überraschend Enzo Mio draußen. Wir haben ja beim Startelf-Tipp noch darüber mhm. nicht gestritten, aber zumindest mal kurz diskutiert, wen lässt er jetzt draußen? Leveling, der ein gutes Spiel in Dortmund gemacht hat, oder Mio, der ja auch ein gutes Spiel gemacht hat. Und ich habe gesagt, wenn er fit ist, dann muss er spielen. Hat sich... Levelling jetzt in die Mannschaft gespielt und damit Enzo Mio so ein Stück bei den Rang abgelaufen? Also gegen Frankfurt offensichtlich ja und wir hatten ja eben die Attribute angesprochen so Mentalität Einsatz und so weiter und da sehe ich tatsächlich dann Jamie Levelling ein Stück vor Enzo Mio, der eher so klischeehaft gesagt so ein Fußballfeingeist ist mhm. und insofern habe ich es ein Stück weit ähm, verstanden, wobei es ja auch vor dem Spiel ganz ganz komisch war, weil da kam die Aufstellung raus vom VfB Startelfbogen, okay kein Enzo Mio und dann auf der Bank sitzen und da war auch kein Enzo Mio, da dachte ich okay der ist dann vielleicht angeschlagen ja, verletzt, ja. aber um, er saß dann halt doch auf der Bank. Also ja, also offensichtlich hat der Admin irgendwie einen Fehler gemacht. Oder Enzo Mio kurzfristig. kam kurzfristig dann doch noch ähm, zum Stadion und dachte, Trainer, ich bin dabei. Ich weiß es nicht. Also, also ich dachte da auch keiner er bekommen. Aber nochmal ganz kurz zurück zu dieser Frage. Ja. Ich meine, spannend wird es halt schon zu sehen sein, wie Höhnes jetzt darauf reagiert im Spiel gegen Bremen. Denn eigentlich hat Jamie Leveling performt. Wir kommen nachher noch darauf zu sprechen, dass es auch ein paar Kritikpunkte an seiner Leistung gab. Ja. Aber eigentlich hat er performt. Und ich sehe überhaupt keinen Grund, Leveling aus der Mannschaft zu nehmen. Und ich sehe auch keinen anderen Spieler, den ich jetzt rausnehmen würde, um Enzumio wiederzubringen. Das wird spannend. Äh, ja, jetzt ähm, hier am Steine These. Vielleicht braucht Chris Fürich mal eine Pause. Hm, dann nehme ich mir erstmal einen Schluck vom <laughs> Wasser und kann, <laughs> und kann sagen: Ja. Ähm, auch mit Länderspielen und so weiter. Also der, der hat ja net, darüber in den letzten Wochen, sprechen. Monaten wirklich sehr, sehr viel gespielt. Und ähm, vielleicht braucht einfach mal eine Verstaufpause. Und Enzo hat, nachdem er eingewechselt wurde, ja auch auf der linken Seite unter anderem gespielt. Genau, und, und auch Jamie Levy kann links spielen. Ja, also. Und dann, ja, das ist gar nicht schlecht. Wir nehmen jetzt schon fast die Gegnerverschauer weg, Sebastian. <laughs> Denn was mir aufgefallen ist, Bremen baut massiv über Zentrum auf. Da macht es natürlich Sinn, wenn der Flügelspieler eingerückt auch Zentrumspielerqualitäten mitbringt. Hm, <lacht> <lacht> behalten wir uns mal im Hinterkopf. Mehr dazu später beim Start. So sieht's aus. Bleibt dran und drückt <laughs> den Daumen. <laughs> ja. Schauen wir auf die Formation. Der VfB gewohnt im flexiblen 442. Dino Toppmüller schickte die Eintracht in einem 4-2-2-2, das ist diese RB-Schule, die man da gesehen hat, respektive ja ebenfalls in einem 4, 4 2 auf den Platz. Achtung, nicht rechts ranfahren, das ist ja. hier im Fanprojekt. Ja. Alarm! In der Realformation bildete sich beim VfB schnell so ein 2 4, -4 heraus. Phasenweise war es auch ein 3-3-4. Dabei bauten wie üblich Ito und Anton hinten auf, mal ließ sich dann stiller zurückfallen und unterstützte, mal war es Stergiou, der da auch Qualitäten gezeigt hat. Nicht nur gegen den Ball ähm, war er stark, sondern auch mit Ball fand ich ihn sehr, sehr ordentlich. Girassi war ja, zum einen Wandspieler, ja, mehr oder weniger für alle Arten von Zuspielen, die man sich so vorstellen kann. Und das fand ich interessant, er lauerte sehr geschickt an der Abseitslinie. Auf tiefen Bälle. Sehr, sehr geschickt. Ja, das hat er so <laughs> gut gemacht, weil ja, ja. wir haben ja schon ein paar Mal seine Laufwege auch bebildert und auch natürlich besprochen. Und du siehst halt immer wieder, wie gut er das macht, dass er mal so einen kurzen Schlenker läuft, ja, ja. zurückgeht, wieder reinläuft, dann den Schlenker vielleicht auch ein bisschen weiter ausdehnt. Genau, je nachdem. Er, er, er schafft sich seine eigenen Räume und er ist halt unfassbar schwer zu verteidigen, weil er dann doch auch so nicht der aller, aller, allerschnellste ist, aber den nötigen Speed halt auch hat, dass ihm halt so eine Zehntelsekunde, eine halbe Sekunde reicht, um dann halt einfach durchzustarten. Wir haben es ja. hinterher gesehen, also er braucht nicht viel Platz und er steht halt wirklich immer perfekt also auf der Abseitslinie, geht mal einen Schritt rein, geht einen Schritt raus und das ist halt unfassbar schwierig zu verteidigen. Ja, vor allen Dingen, wenn du so starr hinten diese Abwehrlinie bildest wie Frankfurt, also dann alle vier gleichzeitig sozusagen genau, Rausschieben, vier reagieren, ja. ja zu bewegen, ist manchmal dann doch ein Problem, haben wir ja gesehen und was natürlich Girassi auch macht, der eröffnete Räume für seine Mitspieler, beziehungsweise er zog die zweite Defensivreihe der SGE weit zurück, um die Räume dann eng zu halten, ja, rücken die anderen nach, die anderen Frankfurter und der VfB zwang die Eintracht dazu, sich eher aufs verteidigen zu konzentrieren. Die konnten gar nicht richtig Power entwickeln. In den ersten Minuten hat der VfB das wirklich richtig richtig gut gemacht und das hatte halt zur Folge, dass das Frankfurt nicht so weit rausrückte, wie sie es vermutlich eigentlich gerne getan hätten. Mhm. Also, du hast sie da hinten wirklich gepinnt, muss man sagen. Gegen den Ball war es beim VfB dann dieses 4-4-2, von dem wir vorhin schon gesprochen haben. Das auch sehr gut gegen die Eintracht funktionierte, die Flügel waren gut abgedeckt, ja auch ähm, die Tiefe und die Mitte war gut abgedeckt, das haben sie wirklich gut gemacht. Und vor allem in der ersten Halbzeit war es ja so, dass die Eintracht wirklich viel versuchte, dann auch mal über lange Bälle zu kommen, beziehungsweise über Individualleistungen von einzelnen Spielern. Und das haben wir eigentlich dadurch sehr, sehr gut verhindert. Ich habe nachher noch eine interessante Statistik, wie viele Bälle der VfB eigentlich abgefangen hat. Lange Bälle. Und das führte dazu, dass die Eintracht dann irgendwann mal gesagt hat, okay, damit kommen wir hier nicht weit. Ähm, wir müssen es irgendwie anders lösen. Sie haben zwar keine Lösung gefunden, aber sei es drum. Ja, Glück. Kurz noch was zu Frankfurt. Mit Ball sah es bei denen eher nach so einem 3-6-1 aus. Mit Mamusha als Alleinige Spitze, Shaibi, der kam meistens, haben wir ja auch schon in der Vorschau gesagt, über das Mittelfeld. Und ähm, ja, was mir aufgefallen ist, dass er zwischen den Linien einfach viel zu unflexibel war, sprich, er bewegte sich dann nicht besonders gut. Und auch das fiel mir im Spiel gegen Bremen auf, habe ich dann auch mitten in die Gegnervorschau genommen. Das ist alles, das wirkt alles sehr star, sehr statisch. Da fehlt mir komplett die Dynamik. Und du hast es ja perfekt ausgeführt, dafür stand ja eigentlich mal ja. Eintracht Frankfurt. Das war ja immer so eine Wucht, die auf dich zukam, ja. die du kaum zu verteidigen wusstest. Genau, und auch mit vielen Offensivoptionen, wie sie jetzt der VfB hat und die Offensivoption, die der Eintracht jetzt offensichtlich hat, heißt Omar Mamouche und sonst gibt es da halt nichts. Ne? Und wenn genau. er das Tor nicht macht, dann kann es dann vielleicht noch einen, jemand aus der Distanz machen, was glaube ich äh, Max dann am Ende versucht äh, hat. Richtig. Ne? Ähm, aber ansonsten gibt es halt relativ wenig Optionen. Ja, und Oma Mamouche, wenn er mal irgendwie in einer Abschlussposition ist, gibt es für ihn eigentlich nur ein Gas. Vollgas? So, also wird er immer voll drauf gehalten. Genau, wenn es FIFA wäre, dann Omar Mamouche sobald er das Tor sieht, drückt er alle Knöpfe gleichzeitig. So, also es ist halt wirklich <laughs> manchmal... Äh, bei Oma so, dass ich mir denke, okay, du hast wirklich einen geilen Schuss, keine Frage, ja. aber ein bisschen mehr Präzision würde durchaus hilfreich sein, aber gut, da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen. Ja. Lass uns auf die erste Halbzeit blicken. Der VfB kam ja aus der neuen Kabine, muss man sagen, mhm. und war sofort on fire. Vielleicht äh, bevor wir jetzt über das Sportliche sprechen, kurz deinen Eindruck zur neuen Ausgestaltung des Innenbereichs des VfB Stuttgart. Ähm, also, die Kabine sieht schon geil aus. Ne? Ich habe jetzt wirklich nur, nur die Fotos auf Social Media gesehen, natürlich auch aus dem Winkel mit der Beleuchtung und so weiter. Aber das sieht schon richtig, richtig toll aus. Ich war ja mal bei einer Stadionführung ein, zwei Mal in der alten Kabine und die war ja schon eher so. Abgelebt. Äh, ja, abgelebt und eher so Turnhalle, ähm, Ostfiltern ruhig oder so, wo da sich dann teilweise auch. Da hängen ja dann die Trikots in diesen Dingern drin und dann waren es aber zu, viele, zu wenige Nischen und dann <laughs> hingen da zwei, teilweise zwei Trikots drin, da mussten die Spieler das teilen. Also, das war ja wirklich nicht mehr ähm, eines ähm, Vereins, äh, wie das Verein auf ähm, würdig und jetzt die neuen Kabinen, das sieht schon tatsächlich nach Champions League ich aus. Mega geil, also ich hätte sofort so NFL oder NBA Vibes, ja. als ich das gesehen habe. Richtig schön, muss man ja. wirklich sagen. Ich würde es natürlich auch mal gern selbst mir anschauen können. Kann man ja wahrscheinlich jetzt zeitnah über die Stadiontour machen, ja. um so ein Gefühl für die Größe und so zu entwickeln. Aber der erste Eindruck, der war schon mega geil. Es gab ja. den neuen Tunnelclub. Und ähm, passend zu Frankfurt, lass die Affen auf, aus dem Zoo. Also, <laughs> es, es ist schon, es ist schon befremdlich, das irgendwie so zu sehen. Ich persönlich habe die Meinung, okay, irgendwie gehört es offensichtlich zum Fußball dazu, dass sobald irgendwo ein Fußballspieler auftaucht, sofort die Handys gezückt werden, ihm ins Gesicht gedrückt werden und äh, man keine Ahnung, was mit den Videos danach macht, finde ich auch alles völlig legitim. Ich gebe bei jedem Recht, der sagt, so ein bisschen befremdlich war es schon, dann die Videos später auf Social Media zu sehen, wie die Leute halt hinter dieser Glasscheibe stehen. Und die Kamera halt dagegen drücken und die Spieler sehen dich nicht. Das ist irgendwie dann doch nochmal anders als zum Beispiel beim Training. Ja, so eine Traube voller junger Menschen mit Handys in der Hand zu sehen. Denn da sind tatsächlich auch junge Fans, die auch Interesse an den Spielern haben und sie deshalb ablichten und ich hatte das Gefühl gehabt, bei den Sachen, die ich gesehen habe, das sind halt äh, dann ja, vornehmlich auch Männer, die halt das Geld haben, um in den Tunnelclub zu gehen, die dann die Spieler ablichten können, weil sie halt Geld dafür gezahlt haben und wir hatten ja vor der Sendung schon äh, drüber hitzigen gesprochen. Hitzigen Disput. Hitzigen Disput, ich habe lange, lange äh, nach dem, ähm, nach einem guten Vergleich gesucht, äh, gesucht was der Tunnelclub für mich ist und äh, dann habe ich ihn gefunden, also für mich äh, ist der Tunnelclub das Only-Fans des Profifußballs, also es ist aus wirtschaftlicher Sicht sicherlich Okay und absolut legitim, moralisch, ethisch, schwierig halt, ne? Für mich wäre es halt wichtig zu wissen, wie sehen das die Spieler. Ist ihnen ja. das komplett scheißegal? Finden die es vielleicht sogar gut? Finden sie es nicht so gut? Das würde mich mal interessieren. Macht es für die überhaupt einen Unterschied, ob jetzt jemand praktisch hinter einer verspiegelten Scheibe steht und sie abfilmt? Oder wie es früher war, wenn sie aus dem Tunnel rauskamen, ja. halt die Leute auf dem Tunnel liegen, mehr oder weniger. Manche stehen da auch drauf. Habe ich gehört. Ja. Habe ich auch schon mal gehört. Und dann runterfilmen. Das ja. ist das ist im Endeffekt die Frage, die ich mir stelle. An und für sich ist dieser Tunnelclub, ja, also alle Bilder, die ich gesehen habe, natürlich schon eine schöne Sache. Es sieht einfach geil aus, muss man sagen. Ja? Ist natürlich auch eine teure Sache, macht den VfB noch ein bisschen exklusiver. Aber genau, und da das ist halt für mich die, die grundsätzliche Frage, wie exklusiv sollte Fußball sein? Auf der anderen Seite auf der einen Seite beschweren sich Leute, sie kriegen keine Tickets mehr für die Spiele. Warteschlangennummer gegen Mönchengladbach 120.000. Wenn du Karten bekommst, kosten sie 50, 60, 70 Euro. Wenn du äh, als Familie mit zwei Kindern hingehen möchtest, willst du noch eine Pommes und eine Cola, bist du bei über 200 Euro. Ja. Und da frage ich mich, möchte ich, dass der Fußball exklusiv ist? Ich persönlich möchte nicht. Ich hätte gerne inklusiv ähm, und lieber, dass jeder sich einen Stadionbesuch leisten kann. Und dafür, ich hätte gerne weniger Tunnelclub und mehr, ähm, mehr Plätze für Familien und auch normale Fans, die halt keine 1000 Euro für ein Spiel haben. Und das ist so grundsätzlich mein persönliches Problem mit der ganzen Geschichte. Und in der Diskussion ist mir dann auch persönlich komplett egal, wie die Spieler das sehen. Auch wenn die sagen, ist total cool für mich, ich finde das super, den Tunnelclub. Und wenn mich Leute irgendwie angaffen, die ich nicht sehe. Ist mir egal. Also, weil die Spieler sind in zwei Jahren weg, ähm, sondern es geht darum, was möchte der VfB, als was möchte der VfB einfach dastehen. Und ich finde, ähm, so ein Tunnelclub passt auch nicht zu jedem Verein. Also, ne, wenn du jetzt irgendwie ein Arbeiterclub bist, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie sagen, geil, Tunnelclub machen wir auf jeden Fall. Ähm, da wird es wahrscheinlich dann ein bisschen anders geframed. Dann ist es irgendwie. Ja. Wenn wir jetzt über Schalke zum Beispiel nachdenken würden, die Grotte, die Grotte oder so. Ja, oder? Irgendwie. Die Gruft. Also, ich bin mal, ich bin mal gespannt, also wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt. Ähm, aktuell gibt es noch nicht so viele Tunnelclubs in der Liga, äh, im, überhaupt im Fußball. Ich bin mal gespannt, ob sich das durchsetzt. Aber klar, wenn der VfB damit richtig Asche macht, dann werden die nächsten Clubs kommen, die das haben. Ähm, und vielleicht ist es so eine Entwicklung, die sich dann durchsetzt, wo wir alle sagen, finden wir jetzt nicht gut, aber so ist es halt normal. mal. Es ist ich, die Entwicklung? Ich persönlich für mich kann sagen, ich finde es halt nicht gut. Und. Ähm, kann mich aber auch jetzt nicht mehr drüber aufregen. Also ein, nee, brauchen wir auch nicht. Ein ich Thema, was uns aber häufiger erreicht, und das hast du gerade kurz angerissen, und äh, bitte entschuldigt das, wir werden gleich mit dem Spiel weitermachen, aber das finde ich jetzt gerade in dem Moment ganz ganz spannend. Es gibt immer mehr Leute, die natürlich ein Problem damit haben, dass du keine Karten mehr kriegst für ja. die Spiele des VfB Stuttgart. Dass es Menschen gibt mit unzähligen Bildschirmen und Rechnern, die ja, sich ich da war, einloggen. Ich, ich, ich mache das auch. so Hate the game, not the player. also ja. sobald, Solange der VfB sich keine bessere Lösung einfallen lässt, sitze auch ich da mit 15 Geräten. Richtig, aber das erklärt dann vielleicht auch, ja, den Mut, möchte ich mal so sagen, die Ticketpreise zu erhöhen und zu sagen, okay, die Nachfrage ist groß, also können wir auch ein bisschen mehr Geld verdienen. Dazu gibt es eine Inflation, die man natürlich auch mit einbeziehen muss. Und es gibt ja Gott sei Dank. Zumindest rein theoretisch noch Plätze, die man sich leisten kann. Es ist jetzt nicht so, man dass es, man kriegt es halt nur. Nicht mehr. Ja, ja, aber das <laughs> ja, ist natürlich jetzt die Frage: Wie also, kannst du ja, daran klar. arbeiten? Ja. Wie kannst du daran arbeiten? Ich habe ein Modell gelesen, das fand ich eigentlich ganz spannend. Wird mir bestimmt jetzt gleich jemand in den YouTube-Kommentaren oder auf Twitter erklären, warum das beim VfB nicht geht. <laughs> Vielleicht auch per persönlicher WhatsApp oder ich so ich kann das auch sagen. sein. Aber ich fand das ganz gut, dass man das Ticket-Vorkaufrecht der Mitglieder an die Dauer der Mitgliedschaft verknüpft. Mm, okay. Also, umso länger du Mitglied bist, ja. umso eher hast du sozusagen Zugriff auf die Tickets. Und kannst dann zumindest mal davon profitieren, dass du nicht jetzt als Erfolgsfan gestern eingetreten bist und heute schon mit deinen 39 Rechnern die Tickets abgreifst, um dann festzustellen, scheiße, ich kann doch nicht, dann verkaufe ich sie halt für das Achtfache auf Ebay. Eigentlich schön, weil ich meine, du hast ja zum Beispiel auch ähm, bei Vereinen oftmals erst äh, ein, ein aktives Wahlrecht, wenn du halt seit sechs Monaten zum Beispiel Mitglied bist oder so. Oder auch tatsächlich auch ähm, Wahlrecht generell. Also wenn du halt umziehst, ähm, dann musst du auch warten, bis du wählen kannst. Insofern, ja, warum nicht halt. Ne? Das wäre eine schöne Schwelle, dass man sagt, also bevor du nicht ein Jahr Mitglied warst beim VfB Stuttgart, ja. Hast du kein Ticket-Vorkaufrecht? So. Finde, finde ich völlig legitim. Und Mitglieder, die seit mehr als zehn Jahren, also ist jetzt einfach mal so aus der Hüfte geschossen, beim VfB eben ähm, den Mitgliedsbeitrag hinterlegen, die haben dann nochmal den Vorteil, dass sie, was weiß ich, eine Stunde früher rein dürfen oder eine halbe, keine Ahnung, müsste man sich dann Gedanken zu machen. Aber klar ist eins, dass die aktuelle Situation nicht ganz befriedigend ist. Allerdings, klar ist auch, wenn das. Angebot praktisch äh, nee, andersrum wenn die Nachfrage das Angebot sozusagen übersteigt dann kannst du dir überlegen was du willst es wird immer Menschen geben die unzufrieden sind das wirst ja, du nicht verhindern da, können. Natürlich ist das so. Ja. ja also da ist es ist eine knifflige Aufgabe, glaube ich, für den VfB Stuttgart. Aber vielleicht können wir auch da nächste Woche mal, denn das können wir schon ankündigen, mhm. wir haben einen Gesprächspartner nächste Woche ja. auch über sowas sprechen. Ja. Weil ich könnte mir vorstellen, dass es da vielleicht durchaus Menschen gibt beim VfB, die sich genau über solche Dinge Gedanken machen. Ja, das hoffe ich. Wenn beim VfB ähm, gibt es äh, viele Dinge, die aktuell Verbesserungspotenzial haben Ticketing ähm, Einloggen ähm, Vorkaufsrecht ähm, wir haben schon oft über die MV geredet die uns dann ja auch irgendwann wieder beschäftigen wird ob man die nicht vielleicht anders gestaltet also und ich denke ähm, da sollte man einfach mal ein paar mutige Ideen entwickeln ob sie sich umsetzen lassen ist eine andere Sache ähm, aber es geht tatsächlich aus meiner Sicht nicht so weiter wie es aktuell läuft zurück zum Sport ja, lieber Sebastian Komm, endlich. und jetzt gucken wir mal ein bisschen auf das was so in der ersten Halbzeit konkret passiert ja, ist gibt uns, gib uns Daten ich gebe dir Daten, ja, Daten zunächst Daten, Daten, war der VfB Stuttgart wirklich wieder um Stabilität bemüht gemüht und die hat man sich geholt über Ballbesitz und Passgenauigkeit. Ich blende jetzt hier mal zwei Graphen ein. Da sieht man ganz gut, wie der VfB gerade in der Anfangsphase da sehr dominant war, was den Ballbesitz anging und äh, auch was die Passgenauigkeit anging, war man da sehr sehr gut. Das nahm dann vor allem dann in der zweiten Halbzeit deutlich ab, das kann man sehen. Möchte ich jetzt gar nicht kritisieren, <laughs> weil ich kann es ja nachvollziehen, dass man dann sich irgendwann auch mal denkt, okay, von denen kommt nichts, dann lassen wir die jetzt einfach mal den Ball in den eigenen Reihen halten und wir hoffen darauf, dass wir einen hohen Ballgewinn erzielen oder grundsätzlich Bälle abfangen und dann halt geht die Post ab nach vorne. Ähm, können wir auch noch drauf sprechen. Dann kamen wirklich wichtige Ballgewinne im Mittelfeld dazu, dass Nahm auch nach der 2-0-Führung etwas ab. Seht ihr ja jetzt auch einen Graphen, wie der einfach, ich sag mal, die Zweikampfquote mit Höhe des Spielstandes sozusagen abnahm. Und man muss sagen, auch wenn wir das jetzt alles so grafisch unterlegen, es war am Ende auch nicht viel mehr nötig. Also, wenn du rein die statistischen Werte nimmst, hat der VfB Stuttgart, und ich werde jetzt nicht alle vorbeten, kein überragendes Spiel gemacht. Aber es hat halt komplett gereicht, um die SGE Auseinanderzunehmen. Also, wenn ich mir mal angucke, Angriffe ähm, oder die Angriffsphasen, die die, die die Frankfurter so gestartet haben, da siehst du wirklich nur drei signifikant entscheidende Angriffsphasen. Das war einmal ähm, nach dem 2 zu 0, dann direkt nach der Halbzeit und dann gegen Ende der Partie. Und ansonsten stresste die SGE uns eigentlich überhaupt nicht. Das hat mich komplett irritiert und ich kann dich jetzt zwar fragen, wie du das äh, empfunden hast, aber du hast es ja im Endeffekt am Anfang schon ausgeführt, es ist überhaupt nicht Frankfurt-DNA-like und da würde mich natürlich auch mal interessieren, wie aktuell die Fans der Eintracht, die ja genau diese Mentalität immer von ihrer Mannschaft erwarten und ja auch mit tollem Support sozusagen versuchen rauszukitzeln, ja. die aktuelle Situation bewerten. Klar, verletzte, klar, gesperrte Spieler etc., pp, aber ich hatte wirklich das Gefühl, die haben keinen Bock, die sind, die wirken lustlos, die, also das waren überhaupt nicht, nichts mehr da von dieser Eintracht, die ich eigentlich selbst noch unter Glasner kannte. Ja, und das finde ich schon ähm, erstaunlich tatsächlich, ähm, wie, wie dann die Eintracht auftritt, weil man muss sagen, ähm, Heidenheim war beim Stand von 0 zu 2 aus ihrer Sicht in Stuttgart aggressiver als die Eintracht am Anpfiff, ja, also und ich glaube, der VfB hatte schon die Marschroute, ähm, dass sie von Anfang, Anfang an, vom Anpfiff an weg zu zeigen, okay, wir sind hier die Hausherren, wir ziehen unser Spiel durch, ihr habt eigentlich keine Chance und das hat natürlich schon Eindruck gemacht, dann fielen natürlich auch schnell die ersten zwei Tore, das hat natürlich dem VfB komplett in die Karten gespielt, aber es kam von Frankfurt wirklich sehr, sehr wenig. Und das veranlasst mich dann zu dem Fazit. Also in dieser Saison ist der VfB einfach die bessere Mannschaft. Und ja. bei der Eintracht muss dann wirklich alles stimmen, um dann in Stuttgart gewinnen zu können. Und dann mit vier Ausfällen wird es schon mal schwierig. Und dann ja mit so einem Start und Aufmerksamkeitsschwächen und zu wenig Laufleistung, zu wenig Konzentration, da wird es halt nichts. Aber wir reden ja über talentfreie Tugenden. Ja, und und auch die waren nicht da. Die waren nicht da. Aber die? das, finde ich, muss man kritisieren. Ja. ja. Machen wir nur nicht, weil wir sind kein SGE-Podcast. Aber wir haben das jahrelang beim VfB kritisiert. Und wir werden es auch wieder kritisieren, so. da bin ich mir sicher. Ja, auf jeden Fall. Spannend fand ich diesmal die Thematik gegen Pressing. Auf die gesamte Spielzeit gesehen, liest sich auch diese Statistik nicht besonders gut. Bei den Pässen pro Defensivaktion lag der VfB über 90 Minuten gesehen bei 19,3. Das war der zweitschlechteste Wert in dieser Saison. Noch krasser war es, wenn man nur die zweite Halbzeit sich betrachtet, da lag der VfB nämlich bei 30,7. Das ist der schlechteste Wert überhaupt. Also, also, die Eintracht konnte 30, also 31 Pässe spielen im, im Schnitt äh, pro Angriffsaktion, ähm, bevor der VfB den Ball gewinnen konnte. Ja. Weil sie gemerkt haben, okay, wir können die ruhig spielen lassen, da kommt eh nichts Da bei kommt raus. eh nichts bei raus. Ja. Deswegen muss man die Statistik natürlich ein bisschen einordnen. Dennoch denke ich mir so, okay, du hattest diese Phase zwischen der fünften und 35. Minute, da attackiertest du VfB-like, also das heißt früh und bissig, so und führst 3-0. So ein Stück weit habe ich dann immer wieder die Sorge, und vielleicht liegt das einfach daran, dass ich VfB geprägt bin. Natürlich, ja. Dass du dann irgendwie ein blödes Tor kassierst, dann irgendwie noch einen Elfmeter bekommst. Und da waren wir ja auch kurz davor, gab ja in der zweiten Halbzeit diesen einen Freistoß, wenn der halt 30 Zentimeter weiter drin fällt. Ja, aber war kein Foul, oder? Von Stiller. Ja, also offensichtlich hat das der Schiedsrichter anders bewertet. Und, also im Zweifel, in einem, und im Zweifel kriegst du halt so einen Trottel. Elfmeter. Wenn der Schiri pfeift, ja. so, und dann steht es auf einmal 2 zu 3 und du fragst dich, wie konnten wir hier überhaupt landen? Ja. So, das ärgert mich. Dann schon ein bisschen. Die Frage ist, werden wir nachher nochmal aufmachen, muss jetzt nicht beantworten, ob das eine Vorgabe war oder ob Hoeneß sich danach gedacht hat, Mensch, also, wir hätten schon noch eine Schippe drauflegen können, auch in der zweiten Halbzeit. Ich bin nicht zufrieden mit dieser zweiten Halbzeit. Das würde mich noch interessieren, ja. Ansonsten, wieder gutes Gegenpressing. Frankfurt hatte Probleme, sich aus unserem Druck zu befreien. Wir hatten nach 110 Sekunden schon die erste Ecke, auch entstanden aus dem Gegenpressing. Und wie gut das Gegenpressing des VfB Stuttgart sein kann, das sahen wir bereits nach vier Minuten, Sebastian. Und darüber sprechen wir jetzt. Ihr wisst es, wenn wir Szenen einblenden, setzen wir jetzt immer Kapitelmarken auf YouTube. Heute können wir schon mal sagen, sind es leider nur vier. Mhm. Wir haben von der DFL nicht mehr bekommen. Also kann ich euch sagen, drei Tore und eine Frankfurt-Chance. Ja. Diese Chance ist nicht dabei. Genau, und wenn ihr das Video sehr kurz nach Veröffentlichung guckt, kann es sein, dass es noch keine Kapitelmarken gibt. Denn YouTube braucht immer ein bisschen, bis die Kapitelmarken dann erscheinen. Also wir setzen sie immer bei Veröffentlichung, aber manchmal dauert es, wir setzen sie fast immer bei Veröffentlichung. Volle Transparenz, beim letzten Mal lag es an mir nicht an YouTube, aber manchmal dauert es, also meistens dauert es bei YouTube ein bisschen, bis es unten eingebildet wird. Das ist richtig. Also vierte Minute, Chance für Seru Girasi und der schon gelobte Stergio Preste gut an, blockte den Ball von Pacho, die Kugel trudelte dann so in den Strafraum und Girassi stand einfach ein bisschen näher zum Ball als Koch, kam zum Abschluss. Koch blockte da noch den Schuss, mhm. wirklich in höchster Not, weil ja. der wäre im langen Eck eigentlich eingeschlagen. Es war eine ein riesige Chance. Ja. Ja, und wieder cool, ne? Also, Sterju habe ich letztes Mal schon gesagt. Ich finde es halt toll, ähm, wie mutig er ist, weil das ist halt tief in der Frankfurter Hälfte und er geht da ins, ähm, ins Pressing rein. Also, er beschränkt sich nicht nur ähm, auf seine Defensivaufgaben, denkt sich, okay, ich mache erstmal hinten meinen Job und vorne gucken wir mal, was geht, sondern nee, von Anfang an wirklich, wir reden von der vierten Minute, ist er tief in der Frankfurter Hälfte, ähm, presst halt gleich und ja, leitet dann die erste VfB-Chance ein. Über unsere Nummer zwei, die gegen Frankfurt die Nummer eins war, will ich auch mhm. gleich noch ein paar Worte verlieren. Bretlo? strahlte wirklich gleich früh Ruhe, Sicherheit, Stabilität aus. Es gab zu Beginn des Spiels eine Szene, da schlug die Eintracht einen langen Ball auf Marmoush, den Fabi wirklich durch ein beherztes Rauslaufen sofort klären konnte. Und da muss man sagen, wirklich die gesamte Spielzeit über war er sehr aufmerksam. Gerade bei diesen tief gespielten Bällen war ja. er immer mit da, hat die Bälle dann auch geklärt, hat gleichzeitig und das fand ich so besonders auch im Aufbauspiel in deutlich besseren Eindruck gemacht als in den Spielen zuvor, man merkte einfach, der war absolut on point und das war ein Zeichen an die Mitspieler, das war ein Zeichen an unsere Fans, macht euch keine Sorgen, ich habe hier alles im Griff, das war wirklich insgesamt mit einer der besten Leistungen von Fabi preto und zu Null. Ja, absolut und dass er dann ähm, wirklich zu Hause ähm, ja, zu Null spielt, hat mich sehr gefreut und jetzt natürlich die Frage, ist das eine direkte Folge der Nübel-News der letzten Woche, über die wir jetzt äh, über noch später sprechen werden? Das ist eine gute Frage. Also, ich könnte mir schon vorstellen, dass Fabi Bredlo auch zeigen möchte, dass er hier zu Recht beim VfB Stückart mal um die Nummer 1 Position geackert hat, ja. Und ja. es gab ja bei der Pressekonferenz vor dem Spiel auch die Frage an Sebastian Höhnes, ob er sich vorstellen könnte, mal Dennis Simon einfach reinzuschmeißen und ihm halt somit das Bundesliga-Startelfdebüt in Anführungsstrichen zu schenken und dann meinte er ja auch ganz klar, nee, für mich ist Fabi die Nummer zwei und ja. wenn die Nummer eins ausfällt, dann spielt die Nummer zwei und ganz ehrlich, er hat es mit dieser Leistung auch noch mal unterstrichen, dass er nicht einfach nur eine Bank, einen Bankplatz besetzt, nee, sondern absolut. vollkommen zu Recht sozusagen. Die erste Option ist, wenn ein Alexander Nübel ausfällt und diesmal wirklich ohne signifikanten Qualitätsabfall. Das muss man einfach so sagen. Das ja, war absolut. Einfach gut. Und ich glaube mittlerweile doch kein VfB-Fan mehr. Ähm, Schweißperlen auf der Stirn, ähm, wenn dann Alex Nübel ausfällt und mhm. dann Fabi Breto spielt. Also wir hoffen natürlich, dass Dennis Heim halt auch ra rankämpft. Mhm. Aber aktuell haben wir wirklich zwei richtig gute Torhüter und... Ähm, über Flo Müller spricht ja, glaube ich, auch niemand. Mehr auch oder? in Freiburg nicht. Nee, also nicht ja, gegen ihn, aber, ja. Nein, bei Flo Müller, also es ist halt einfach nicht gut gelaufen, muss man jetzt ja so sagen. Also, der hätte vielleicht auch mit, einen, mit einem, anderen Start hier eine bessere Serie hinlegen können. Du erinnerst dich, der musste erstmal zu Olympia nach Tokio ja, damals. Das lief auch nicht so richtig gut, Ja, oder? ja es lief alles nicht so optimal. Ja. Und dann ist es vielleicht auch schwer, wenn du dann mental damit zu knappern hast, mit einzelnen Federn sozusagen dich länger beschäftigst, als zum Beispiel Nübel das hinbekommt, der den einfach Abgeschüttelt hat, haben wir ja gesehen, nach dem Spiel gegen Heidenheim in Dortmund brilliert. Das ist auch witzig, ne? Also, er macht gegen Heidenheim einen kapitalen Bock, aber dann ist er halt in Dortmund ohne Gegentor. Jetzt ist er verletzt, aber trotzdem wieder ohne Gegentor und niemand redet mehr <laughs> Nein, aber niemand redet mehr über diesen Fehler, ne? Also, ja. das ist halt auch ein Spielglück dann halt, dass du halt in der richtigen Saison halt dann zum richtigen Club kommst. Und Qualität. Und natürlich. Und Qualität. Nochmal kurz zu den langen Bällen, die ich vorhin schon mal adressierte, jetzt natürlich dann auch nochmal bei der Bewertung von Bredo mit einfließen lassen habe. Das kam uns eigentlich grundsätzlich gelegen, denn die SGE rückte viel zu langsam raus. Ja, der VfB konnte die langen Bälle leicht abfangen und dann selber neu aufbauen. Nur 34 Prozent habe ich ja vorhin schon angekündigt. Jetzt kommt die Zahl dazu. Nur 34 Prozent dieser langen Bälle der Frankfurter kamen an. Das ist der schlechteste Wert für einen Gegner des VfB Stuttgart in dieser Saison. Und das hing, wie gesagt, hauptsächlich damit zusammen, dass aus dem Mittelfeld der Frankfurter irgendwie keiner richtig nachrückte und nachdrückte auch. Also, das fand ich schwierig. Auch so kannst du gar keine zweiten Bälle festmachen. Weißt also wir haben ja, das war schon perfektioniert, die Bälle nach vorne zu schlagen, dann kriegt die unter Umständen der Verteidiger des Gegners, aber wir drücken sofort drauf, erobern den Ball zurück und ab geht die Post nach vorne. Dann schien bei Frankfurt keiner ein großes Interesse zu haben, muss man sagen. Ja. Genau, weil das ist ja das Geheimnis der. der dieser legendären zweiten Bälle und langen Pässe. Du willst ja eigentlich gar nicht unbedingt das Kopfballduell gewinnen, sondern du willst halt dann den Ball danach behaupten. Und dass Oma Mamouch jetzt gegen Waldemar Anton zum Beispiel nicht viele Kopfballduelle gewinnen wird, ist ja klar. Aber du willst ja da sein, wenn dann Waldemar Anton das Kopfballduell gewinnt und der Ball dann frei ist. Und, aber auch da rückt halt niemand nach. Ja? Und das war erstaunlich. Ja, und wenn es über lange Bälle nicht funktioniert, geht es möglicherweise über das Passspiel oder über Dribblings. Aber auch da. Setzten wir früh Zeichen in der siebten Minute versuchte man im Mittelfeld aufzudrehen, um dann Barroja, Ich hoffe, man spricht ihn so aus. Den kannte ich ehrlich gesagt Das noch war noch der Debütant, ne? der 18-Jährige, ja, oder? Ja, ja. Ihn kannte ich noch nicht. Ähm, den wollte er auf jeden Fall anspielen oder er hätte auch die Möglichkeit gehabt Richtung Tor anzudribbeln und dann rauscht auf einmal Atta heran, ja, erobert so den Ball, geile Grätsche. mega mit so einer Monstergrätsche. Das war halt auch gleich wieder so ein Zeichen an Frankfurt. Ja, ja und, und man Musch beschwert sich halt, aber nein, es war halt ein fairer Zweikampf und er war auch schon im Flock reingerammt. Ne? Also also okay, der VfB verteidigt heute wirklich sehr robust und das wird nicht einfach, irgendwie dann Richtung Tor zu kommen. So sieht es aus. Das frühe 1-0 fiel nach einer guten Pressing-Aktion von Jamie Leveling. Leveling, der situativ in den Sturm rückte, presste Koch beim Aufbau an. Dessen langer Ball auf Shahibi kommt zwar an, aber ich glaube, Shahibi rutschte dann aus. Ja, sah seltsam aus ja. irgendwie. Ne? Ja. Ito erobert praktisch den Ball. Mittelstädt nahm ihn auf und passte auf Stiller. Und Wo sonst denn? ja, ja also, ich meine, Wenn ich einen Ball hätte, würde ich ihn immer Angelo Stiller überreichen, weil ich weiß, da kommt was dabei raus. Angelo Stiller ist der deutsche Endo mittlerweile. Oh, ja. Hot Take. Ist so. Nehme ich. Nehme ich. Ist so, ist so. Ist so ja? Wir reden hier eigentlich nur noch über Endo, weil wir geil finden, was er in Liverpool macht, <laughs> ja. aber nicht, weil wir ihn vermissen. Also ein bisschen auch. ja, ja Gut. Schon. Zurück zum Tor. Im Offensivzentrum zeigte Seru dann wie wir es kennen, von ihm schon an, dass Angelo den Ball lang schlagen soll. Das macht er auch. Mhm. Und genau hier sah man, wie gefährlich es war, wenn Seru sich an dieser Abseitslinie aufhielt. Ja? Frankfurt versuchte ihn ins Abseits zu stellen, aber Seru so heißt er, bewegt sich einfach herausragend gut. Und du kannst wirklich als Vierer-Abwehrkette nicht gleichzeitig so schnell reagieren. Okay. Das macht er einfach herausragend. Der Ball kommt dann natürlich auch punktgenau dahin, wo ihn Seru haben wollte. Und ohne zusätzlichen. Kontakte ohne zusätzliche Kontrollaktion schließt er einfach ab. Gerade bei dem ersten Kontakt. War, war äh, der Schuss dann, oder? Es ist genau so gelaufen, wie er sich glaube ich ausgemalt hat. Ja. Hat, hat. der Ball trudelte genau so, wie er sich das gewünscht Ey, hat. Die, die, die Pässe von Stiller, ne? wir haben es ja in, in der Hinrunde schon mal gesehen, als er dann auf Chris Führig glaube ich gespielt hat, ist ein Wahnsinnspass. Halt, Unglaublich. Ne? Aber da muss der Stürmer nichts mehr machen. Er muss nur den Ball hinterherlaufen und dann im richtigen Moment einfach einschießen. Ne? Aber du brauchst keinen einzigen Kontakt mehr, um einen Stiller-Pass zu verarbeiten. Das ist Und wenn oder, du dann diese Schusstechnik hast. Ja gut. Die Girasi mitbringt, unglaublich. Der löffelt das Ding da rechts oben in den Knick rein. Trapp ist chancenlos. Ja, das ist ein Elfmeter. Also das ist das ist Wenn du Girasi so schickst, ist ein Elfmeter. Wahnsinn. 25. Saisontor. Ja. Damit. Schau Mario. Ja, schau Mario, der beste Stürmer in einer Saison, der jemals dieses Trikot tragen durfte. Das zehnte zu 0. Das ging mir ein bisschen unter. Und er trifft zum sechsten Mal in Folge, also das, das sechste Spiel in Folge, so ist es richtig. Das ist schon brutal. Es gab dann ja. noch diesen var check War super knapp. Ob es jetzt abseits war oder nicht, weiß keiner. Ja, es Aber genauso abseits, so wir hin. haben ja vor der Sendung kurz gerätselt. Wann hat Gerassi nochmal ein Tor geschossen, was aberkannt wurde? Und wir haben lange recherchiert. Ihr wisst es sicher, wir warten jetzt kurz. Eins, zwei, drei, es war gegen. <laughs> Heinheim. So. <laughs> und für mich war das aberkannte Tor und das jetzt anerkannte Tor gegen Frankfurt war für mich identisch. Also, du kannst solche Situationen nicht auflösen und dann suchst du halt irgendeinen Frame und es passt oder es passt nicht. Aber es sind gegenläufige Bewegungen. Gegen Frankfurt hat man brutal gesehen: der Abwehrspieler rückt raus, Girassi rückt rein und diese hundertste Sekunde erwischt du nicht in einem Frame in Korrelation mit dem Abspiel auch noch. Also, es, ja. Ich nehm's. Ich nehm's. Und ich nehm's. Und ich nehme auch den Jubel von Seru Girassi und. Also brauchst du schon Eier ah ja, Richtung Frankfurt Kurve <laughs> zu laufen, die Fahne rauszuholen, die Eckfahne sich dann so hinzustellen. Es flogen auch schon die Bierbecher. Es wäre bei unserer Auswärtskurve auch nicht anders gewesen, wenn das ja, absolut, äh, ja. ein Spieler gemacht hätte. Aber ich fand das schon geil. Es war ein ikonisches Bild. Ich habe das dann gesehen im Netz und dachte so: Wow, das ist echt brachial, wie er da steht. Wirklich wie der King of Kanstadt in dem Moment. Ja. Also wirklich herausragend. Sirugirasi, wir werden wirklich noch lange, lange an diesen Spieler zurückdenken, oh, wenn ja. er uns irgendwann mal verlassen wird. Also wirklich ein 5V fast schon ein Jahrhundertstürmer. Ja, ist so. Also es ist wirklich unfassbar, was der Woche für Woche abbringt. jetzt ja wirklich historische Werte. Ja. Ähm, er hat sich da in die äh, Rekordbücher des Clubs eingetragen und. Also, wenn jetzt der nächste Saison oder übernächste jemand kommt, der halt dann noch mehr Tore schießt, okay, dann ist <laughs> ja, dann die vielleicht auch vergessen, aber ich glaube, es wird lange, lange dauern, bis jemand äh, dann mal 26, 27, 28, 28 Tore schießt. Ja. Das glaube ich auch. Der VfB veränderte nach dem 1-0 kaum etwas. Warum auch? Sie spielten das wirklich souverän runter, wurden dann auch noch von der Eintracht förmlich zum 2-0 eingeladen, muss man sagen. Und da gucken wir jetzt auch gleich schon wieder mhm. drauf. Einwurf von der Eintracht an der Mittellinie. Ja, übrigens eingeleitet, natürlich, ähm, also einzig schlechte Situation eigentlich von Stercu, der den Einwurf relativ fahrlässig dann verursacht, aber wahrscheinlich wollte er nur das 2-0 <laughs> Also so ähnlich wie mit den langen Bällen in der ja. vordersten Front. Drittletzter Ballkontakt, Stercu, <laughs> dann Einwurf Frankfurt, dann Koch, dann ähm, Underf. Ja, aber auch der Einwurf in Kunku wäre da die konservative mhm. Variante. Ja? Also er warf den Ball Richtung Koch und nicht zum Beispiel Richtung Larsson, nach ja. vorne. Wir ja? Ja. haben ja neulich mal über Chris Führig gesprochen, deren Ball zugespielt bekommen hat von Stiller war es glaube ich auch per Kopf direkt in den Fuß ja. rein so das Gehe sind halt vorne, ja. sind halt einfach so mutige Aktionen die den Frankfurtern komplett abgingen und hier siehst du das halt auch also du kannst das natürlich so spielen das ist okay aber natürlich ist das ein gefundenes Fressen für unser Gegenpressing ja Seru hatte Pacho im Blick Dennis attackierte Koch davon zeigte sich Robin Koch beeindruckt möchte ich mal so sagen und brachte sich mit einer mit einem schwachen ersten Kontakt in Schwierigkeiten versuchte dann noch den Rückpass auf Drab Scheiterte aber daran, muss man sagen, und es lag natürlich auch an diesem beherzten Nachsetzen von Dennis, der den Ball erobern konnte. Pacho konnte ihn dann zwar noch stellen, aber unterflößt löste das 1 gegen Eins dann richtig stark, blieb ruhig, behielt die Übersicht. Muss auch dazu sagen, Pacho so, so sah nicht das, gut das, aus. So kannst du es nicht verteidigen. Halt. Hüftsteif. Unfassbar. Also. Und Undorffs Abschluss dann wieder sehr präzise. Das kann er ne? also, ja, also Dennis Undorff... Was kann er? Er kann ähm, irgendwie Zehner Also das dauert jetzt. Ja, okay, aber, nein, also seine, seine, seine ähm, Hauptqualitäten sind diese Zehner Schnittstellenpässe, die halt irgendwie dann in die Leute in den Lauf spielen und diese unfassbaren Schüsse in die ins, ins kurze Netz halt, ne? ja. Also von wo auch immer und das kann er halt einfach. Ja, das macht er herausragend gut. Er hätte theoretisch auch nach rechts rüberlegen können auf Girassi. Ja, der hat gewartet. Ja, der war komplett frei, aber das war halt die volle Überzeugung. Ja, also das war halt super und der jubelt dann auch schon, bevor der Ball überhaupt über die Torlinie ging, weil natürlich ein Dennis unter Weiß, wenn ich aufs Tor schieße, das dann geht drin. er rein. So. Fast immer, ja. Koch monierte übrigens danach noch auf V-Spiel, ja. aber ja, der Arm von Dennis, der ging nicht raus, das war alles okay, das, das kann man glaube ich so durchgehen lassen. Also wenn das abgepfiffen wird, Nein. also wo sind wir denn dann? Also, das war schon wieder herausragend gemacht vom VfB. Stuttgart. zwei so signifikante VfB-typische Aktionen gezeigt. Sofort 2-0 geführt. Und du kannst nach 20 Minuten festhalten, der VfB super effizient. Jeder Frankfurter Fehler wurde mit einem Tor bestraft. Und nach dem zweiten Tor war die SGE ja sehr unkonzentriert, machte ungewöhnlich noch mehr Fehler, also viele Fehler. Und ein Beispiel zum Beispiel in der 20. Minute. Nach einem Zweikampf, äh, bei dem ein Frankfurter den Ball zuletzt berührte, rollt der Ball so Richtung Seiten aus. Und bei Hoyer schaut mit einer Seelenruhe zu, wie der Ball über die Seitenlinie kullert. Und dann gibt es auch noch nicht mal diese übliche Reaktion hier für uns. Er, er wusste, der geht uns aus. Aber also das ist ganz merkwürdig. Also ich, ich würde wirklich mal gerne wissen, was bei der Eintracht aktuell los ist. Sehr befremdlich, muss ich sagen. Wenn die Eintracht ihr Tempo ausspielen konnte und diese Momente gab es, Schlossen sie meiner Meinung nach zu früh und oft auch aus ungünstigen Lagen ab, ja. Also die SGE spielte einfach nicht clever. Ja. Und dass sie viel zu ängstlich waren, könnte man eigentlich auch sagen. Hm. Gehst du mit? Geh ich mit, ja. Gehst du mit? Ja, also wenn Eintracht das Aufbauspiel des VfB stören wollte, dann schoben die Spieler aus dem Mittelfeld nicht entschlossen genug nach. Haben wir vorhin schon mal herausgestellt. Sie also, du hast halt das Problem, dass sich dann so die Anläufe, und das waren Shahibi und Mamouche, komplett äh, aufreiben. Das ist halt echt ein Problem. Ja, also, du musst, wenn du den VfB attackierst vorne mit zwei Offensiven, schon irgendwie ein bisschen, bisschen nachschieben. Und das meinte ich vorhin, als ich sagte, die SGE wirkte fast schon lustlos. Du hast einfach nicht das Gefühl gehabt, dass sie das investieren wollen, was du investieren musst, um ein Bundesligaspiel gewinnen zu können. Genau, oder sie hatten halt keinen klaren Plan, wie sie ihre. Energie quasi investieren sollen, um den VfB halt dann noch massiv zu stören, weil das hat man ja so gar nicht gesehen irgendwie. Ne? Also, dass sie jetzt wussten, was sie dem ähm, entgegensetzen können. Ja, da kann Carazor, so, muss ich auch nochmal ganz kurz hervorheben, besetzte viele Räume, hatte eine gute Positionierung und leistete viel Laufarbeit, muss man sagen. Er gewann in der Offensive 63% seiner Zweikämpfe. In der Defensive waren es sogar 100%, also ein herausragender Wert. Dazu kam eine außergewöhnliche hohe Passquote von 97%. Vier von vier Pässen ins gegnerische Drittel kamen an. Carasor, wirklich ein absoluter Schlüsselspieler für uns und man muss hoffen, dass er sich gegen Bremen nicht die zehnte gelbe Karte abholt und dann gegen ähm, die Leverkusener. Mhm. Gesperrt fehlt, bei denen werden wir brauchen. Ja. Tolle Leistung von Atta. Ja, auf jeden Fall. Also immer so Anzang Hero, aber wenn man sieht, was er da halt irgendwie zuläuft, abarbeitet und so weiter, das ist schon äh, richtig, richtig gut. Und ich bin überzeugt, richtig. er macht noch ein Saisontor. Ja, wir haben ja gesagt: 34. Spieltag. Mhm. Wir dachten mal, er schießt uns zur Meisterschaft, das Thema hat sich erledigt, ja. aber dann halt so viel zur Meisterschaft. Im, ja genau, viel Meisterschaft in den Supercup. So, nehme ich. Ja. Nehm ich. Die beste Chance für Eintracht Frankfurt, die hatten sie nach gut 30 Minuten. Also der einzige Spieler, der sich in dieser Partie gegen diese Niederlage versuchte zu stemmen, war eben Omar mamush ja. Dementsprechend hatte er auch diese Gelegenheit. Es gab ein Missverständnis zwischen Girassi und Undarf und so ging der Ball im Mittelfeld verloren. Ich hatte das Gefühl, Siru spekulierte darauf, dass Dennis entgegenkommt. Mhm. Das machte er nicht und wie gesagt, so hat sich die Eintracht äh, den Ball geschnappt und machte es diesmal auch richtig gut. Sie spielten nämlich direkt und schnell. Ja, meine, meine Beobachtung, ich weiß nicht, ob du sie teilen kannst, äh, immer wenn es bei der Eintracht äh, gut und schnell funktionierte, dann über unsere linke Seite. Die war nicht ganz so gut, wie wir das aus den letzten Monaten gewohnt waren. Genau. Also Aber mhm. links ging, also über die linke Offensivseite, bei Eintracht kam glaube ich keine einzige gefährliche Situation, wenn ja. irgendwas ging, dann über rechts, wo auch überlaufen wurde und Mamouche hat sich auf rechts irgendwie fallen lassen, aber wenn, dann ging es ähm, über rechts, also ähm, Ito, Mittelstedt, Führig waren da meistens so ein Stück weit in der Verlosung. Gebe ich dir absolut recht, also das ist mir auch so aufgefallen. In dem Fall, wie gesagt, schnelles direktes Spiel, Shahibi steckt gut auf Mamouche durch, der von Ito noch bestmöglich, muss man sagen, am Abschluss behindert wurde und Bredlow fand dann früh, das war auch wirklich die richtige Position und pariert den strammen Abschuss, man muss sagen mit dem Kinn. Ja, ja. Er, er reißt die Hände noch hoch und ja. man sieht es halt nicht ganz genau, aber da er nach dem Schuss dann ähm, ähm, halt anzeigt, hey, ich bräuchte mal kurz eine Pause oder so, glaube ich schon, ähm, dass er da äh, kurz vorm Knockout war, weil es war ein strammer Schuss. Oder er hat sich äh, die Hände vors Gesicht gehalten und der Ball schlug dann praktisch Fabis Hände gegen seinen sein, Kinn ja. und ja. dann hat er sich dadurch ja. ähm, diesen Wirkungstreffer, das kann man schon sagen, ja, auf abgeholt. Jeden Fall. aber ja. es ging weiter. Ich dachte schon, Mensch, jetzt kommt jetzt der, Simon der Simon auf einmal Simon. rein. Ja. Und ich habe gesehen, er blieb ganz cool. Er ist zwar aufgestanden, hat sich das so ein bisschen angeguckt, dann hat er sich eine Trinkflasche genommen, hat die an Mitspieler verteilt, ist eigentlich relativ cool mhm. geblieben in dem Moment. Und ich dachte, ich, ich würde mal halt die Hosen scheißen, <laughs> wenn ich da jetzt gerade auf der Bank sitze und jetzt dann ähm, eingewechselt werde. Aber hat er, hat er souverän runtergezockt. <laughs> Anders als im Spiel gegen Mainz 2. kommen wir nachher auch noch drauf zu sprechen da gab es nämlich einen schwerwiegenden Fehler oh, das ein Teaser Teaser Sebastian habe ich gelernt von ja, den coolen ja. Leuten auf YouTube so aber auch wenn die SGE hier, hier die Chance zum Anschluss hatte der VfB ließ trotz der 2 0 Führung überhaupt nicht nach ja man nahm sich zwar wohl überlegte Phasen um zu regenerieren war aber immer online ja, Grüße mhm. gehen raus an Nico Willig und daran ja, änderten auch die und das ist mir jetzt schon ein paar Mal aufgefallen, vielen Verletzungsunterbrechungen in der ersten Halbzeit nichts. Wir hatten ja mal die Diskussion, als es die Proteste gegen die DFL-Investoren-Einstiegspläne gab, dass der VfB nach längeren Pausen immer Probleme hatte, wieder hochzufahren. Hier ist es so, dass der VfB wirklich immer die Spannung hochhielt. Also es gab wirklich viele Verletzungsunterbrechungen. Sechs Minuten Nachspielzeit, in der ersten Halbzeit mhm. sind da auch eine Ansage. Und trotzdem war der VfB wirklich immer aufmerksam, war immer voll da, möchte ich mal so sagen. Und ja, wenn man so will, war diese Aufmerksamkeitsüberlegenheit ja auch ein Grund für das 3 zu 0, ja, das wir jetzt Fall. besprechen ja. werden. Mittelstädts langer Ball auf Girassi wurde von Koch noch verteidigt, aber Undaf besetzte den Raum im Mittelfeld mal wieder, muss man sagen, gut, nahm den Ball auf. Undaf, also das muss man nochmal herausstellen, bewegt sich wirklich zwischen den Linien richtig gut. Es ist so schwer, ihn zu fassen. Du weißt eigentlich nie genau, wo er auftaucht. Du weißt nur eins. Da, wo er auftaucht, wird der Ball hinkommen. <laughs> das ist so. Ja. Also, das ist wirklich beeindruckend. Pacho war dann ein bisschen zu zögerlich gegen Undav, konnte den wirklich tollen Pass auf Dennis, äh, von Dennis auf leveling nicht verhindern. In Kunku stand etwas zu hoch, öffnete somit das Passfenster. Ist eine Situation, die wirklich schwer zu verteidigen ist, das weiß ich, aber du kannst dich ein bisschen besser positionieren und hast dann zumindest die Gelegenheit, vielleicht noch den Ball irgendwie so wegzuspitzen. Gelang nicht. Jamie dann im 1 gegen 1 gegen Trapp. Und da ist mir aufgefallen, sein zweiter Kontakt, der war etwas. Zu beherzt, möchte ich sagen, <laughs> zu stark. Ja. Ja. Er legt sich den Ball etwas zu weit vor. Aber zurück ist er auch relativ schnell und deswegen kommt er hinterher. Ja? Das ist richtig. Ja. Aber das war so ein ja. kleiner Fehler, der hätte dazu führen können, dass Trapp vielleicht doch noch das Ding besser halten könnte. Ähm, und, und hier ist mir aufgefallen, bei Trapp, der suchte relativ lang noch nach einer Position. Also bei Preto haben wir gesagt, er hat sich früh festgelegt, ja. stand dann da, ist dort geblieben und bei Trapp war es so, dass er lange brauchte, korrigierte, bis er dann seinen Stand hatte. Dann gab es diese zu weite Vorlage von Jamie, dann hat er nochmal korrigiert, musste nochmal nachjustieren und wirkte eigentlich nie so richtig sicher und fest ja. in der Szene und das war ein Vorteil für Leveling, den er dann auch gnadenlos nutzte und den Ball trapp, durch die Beine meine ich, mhm. durchschob und halt das 3 zu 0 erzielte. Wir reden von der 37. Minute ja, schon und, stark. Genau und die Eintracht hat dem, 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 dem VfB auch einfach viel zu viel Platz gelassen, weil ich glaube, ähm, Ausgangspunkt für den Angriff war ein Abschlag von, von Bredlo Und dann kommt die Klärung von Koch und dann kriegt Unlauf den Ball. Also die Eintracht ist eigentlich, in ihrer Defensivformation steht sie. Aber dann denkt sie wahrscheinlich um Kunku, als Koch den Kopfball, das Kopfball gewinnt. Okay, ich gehe schon mal nach vorne und da ist halt alles offen. halt. Ne? Ja, wobei er da ja auch nicht entschlossen genug nachrücken ja, ja. würde. Also selbst wenn das seine Intention ja. gewesen war, ich gehe jetzt nach vorne, dann frage ich mich ja, warum, also er besetzt in dem Moment einen Raum, und ihm fehlt da der 360-Grad-Blick. Also Absolut, er hat nicht ja. so richtig im Blick, was hinten in seinem Rücken passiert und spekuliert halt einfach drauf, dass vielleicht auch in dem Moment, jetzt habe ich vergessen, wer es war, der gegen UNDAF ähm, in den Zweikampf gegen Pacho, ja. ja. dass er dann diese Situation besser klären kann. Aber es wäre halt besser gewesen, sich vielleicht noch einen Tick fallen zu lassen und dann zumindest mal die Option zu haben, vielleicht mit einem langen Bein da noch irgendwie reingrätschen zu können. Aber ja, also das, das sah halt einfach nicht gut aus. muss man nee, sagen. Es sah halt, vor allem sah es halt aus wie ein Konter. Ja, genau. Und der VfB führt 2-0, acht ja. Minuten vor der Halbzeit. Ja. Und die Eintracht lässt sich dann mehr oder weniger auskontern. Also, das war schon schräg irgendwie. Jetzt ist es ja bekannt, dass ich einen Sweetspot habe für Jamie. Ja? Und natürlich <laughs> habe ich mich sehr über sein Tor gefreut. Aber, was wir, glaube ich, kurz mal ansprechen sollten, Jamie verlor wirklich im Mittelfeld zu oft die Bälle. Das ist mir aufgefallen. Das hat mir nicht so gut gefallen. Er hatte die meisten, nämlich 16 Ballverluste in unserem Team, davon auch acht in der eigenen Hälfte. Das waren schon viele. Das Gute war die Reaktion auf diese Ballverluste. Ja, die begeistert mich immer wieder, muss ich sagen. Denn oftmals ist es so: Er verliert einen Ball und holt den sich umgehend zurück. Also es gibt so viele Szenen, wo er auf seiner Seite dann ähm, wirklich mit mit starken Defensivaktionen die Bälle sofort wieder zurückerobert. Das heißt, er ackert enorm viel. Er ist wirklich fleißig. Also er lässt sich dann auch nicht hängen, weil ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwann auch was mit dir macht, wenn du oft dann nach dem ersten Kontakt direkt den Ball verlierst, macht er nicht. Das war wirklich sehr beeindruckend und auch, wenn ich Levelings unermüdlichen Einsatz jetzt hier gerade lobe. Ähm, es waren mir gegen Frankfurt zu viele schlechte, Gesundheit Sebastian, wir lassen das hier einfach drin, Sebastian, das ja, muss sein. Das ist ja authentisch. Ja, Ja, allergisch gegen Fehler von Jamie Leveling, ja, das kenne ich. Also, es waren einfach zu viele schlechte erste Kontakte und einfache Ballverluste und Du kannst das nicht immer kompensieren. Die ersten Aktionen, das ist meine Bitte Richtung Jamie, die müssen ein bisschen besser setzen. Also, das ist mir noch hingeblieben. Und für alle, die sich fragten, warum Jamie Deviling eigentlich mit zwei unterschiedlichen Schuhen spielte, also, dem, Sebastian. also nicht mit dem linken und dem rechten, sondern halt mit zwei unterschiedlichen Paar, also Designs. Mar ja, genau. Es ja. lag daran, ich glaube, das ist dir aufgefallen, dass irgendwann mal nach einem Zweikampf der Schnürsenkel am rechten Schuh riss und Jamie dann den Schuh wechseln musste, aber nur eben diesen Schuh austauschte. Und nicht den anderen. Und deswegen hatte er zwei unterschiedliche Paar Schuhe an. Das würde mich übrigens wahnsinnig machen. Absolut, ja. ja. Aber man kann ja auch grundsätzlich sagen, wir haben ja ähm, auf ein Leveling-Tor fast genauso lange gewartet wie auf ein Karasor-Tor. Ähm, und er hat dann, glaube ich, zum ersten Mal gegen Leipzig getroffen. Und seitdem flutscht es eigentlich für ihn, ne? Also er trägt sich jetzt regelmäßig ähm, auf dem Scoreboard ein. Also. Das ist nicht so schlecht. Das Jahr 2024 läuft sehr gut für Jamie ja. Levering, was mich begeistert. Ja, ich finde ihn einfach gut. Ja, nach dem dritten Tor stellte sich der VfB auch wieder super interessant, situativ mit fünf Mann ja, in die erste Verteidigungslinie. Das ist, also da brauchst du auch schon wieder Eier dafür. Aber das machen sie einfach gut. Die Spieler dahinter rückten danach, bildeten dadurch wirklich einen kompakten Block. Aber es ist natürlich wirklich super riskant, aber es funktioniert einfach. Und was dann auch beeindruckend war, man. Fiel dann sehr schnell wieder zurück in die eigentliche Formation gegen den Ball. Das sieht, wenn du es einfach nur beobachtest, super easy aus, verlangt aber wirklich von jedem eine extrem hohe Konzentration und eine sehr gute Abstimmung. Und klar, das sieht wirklich, ich sag's nochmal, einfach so aus, als ob das wie von selbst funktioniert, aber das ist akribische Arbeit. Ja. Und vor allen Dingen die Konzentration zu haben, das über 90 Minuten so durchzuziehen, das ist richtig, richtig stark. Ja. Ja, kurz vor der Halbzeit hatte dann noch nochmal eine Gelegenheit, braucht man nicht lange drüber reden, er legt im Strafraum quer, anstatt aufs Tor zu gehen, also das war glaube ich auch die Szene, die du vorhin schon adressiert hast mit Stergio, die ja, wo er den Ball genau. Ja, ja, genau. abfing, kannst du auch mehr draus machen, sollte nicht sein, dann war Halbzeit, Sebastian. Und ähm, ja, die zweite Halbzeit, wie soll, wie soll man die jetzt beschreiben? Die verlief eigentlich angenehm ereignislos. Ja, und ich finde, das ist ja fast genauso schön wie diese ähm, überragende erste Halbzeit, in der der VfB drei Tore schießt, dass der VfB es jetzt mittlerweile auch schafft, gegen ein Team wie Eintracht Frankfurt eine zweite Halbzeit mal runterzuspielen. Ne? Also ein gutes Rössle springt nur so hoch, wie es muss, so. ähm, und man, man man schafft es tatsächlich mittlerweile ohne Gegentor, weil wir zwar wissen, der VfB hat seit äh, jahren, jahrzehnten versucht dann solche Spiele runterzuspielen und meistens kriegst du dann halt ein Tor und vielleicht noch ein zweites und dann zitterst du wieder, aber auch das funktioniert mittlerweile. Ja, mit das spannendste war eigentlich zu Beginn der zweiten Halbzeit, die Pyro im Eintrachtblock und der Rauch in unserer Kurve, da natürlich wieder als Protest gegen das Präsidium, muss man ja noch mal erwähnen, glaube ich, weil das nicht jeder auf dem Schirm hat, ja. aber das war mit der Spannendste für mich in der zweiten Halbzeit. Es gab übrigens, das müssen wir vielleicht auch mal ganz kurz ansprechen, es gab vor dem Spiel noch eine Plakataktion der Ultras. Mhm. Die war ganz spannend, würde ich sagen. Genau, da hatten die, äh, die organisierte Fanszene schon am Samstagmorgen, eigentlich, ich glaube so ab 10 Uhr, 11 Uhr, in der Mercedesstraße relativ viele Plakate im Stil von Wahlplakaten aufgehangen. Soweit ich weiß, waren es äh, äh, insgesamt 300 und ich glaube, es waren zehn Motive, die ich auch tatsächlich alle sehr kreativ und äh, originell fand ja. und, und hat äh, da die Mercedesstraße dann äh, durchplakatiert und ähm, diese Plakate wurden dann aber soweit ich weiß weitestgehend äh, vor Anpfiff und auch bevor die Anz die große Anzahl der Fenster zum Stadion Pilgerte ähm, wieder ähm, abgehangen und zwar vom Stadion also vom Sds so sah es zumindest aus was ja was ein bisschen komisch ist weil es ja öffentlicher Raum ist aber keine Ahnung wer das dann veranlasst hat und ich fand es dann ganz schön ähm, denn dann gab es ja den schwarzen Rauch in der Kanzlerkurve Kurve nicht wie wie bisher immer am Anfang gespielt, sondern erst äh, zu Beginn der zweiten Halbzeit. Und dazu äh, gab es ein, äh, ein Banner, und auf dem stand ähm, Protest außerhalb unerwünscht, dann halt hier. Und das fand ich relativ clever, weil das haben ja tatsächlich viele Stadiongänger kritisiert, warum. Ist der Protest im Stadion und stört die Mannschaft? Warum nicht außerhalb? Warum nicht vor der Geschäftsstelle? Warum nicht hier? Warum nicht dort? Und dann ähm, macht man das außerhalb des Stadions in der Mercedesstraße. Und der VfB tut alles dafür, dass es halt frühzeitig abgehangen wird, dass niemand es sieht. Und dann ist das halt die Reaktion. Ich fand das dann durchaus angemessen. Könnte man jetzt natürlich auch mal beim VfB nachfragen. Ja. Da gab es ja auch Äußerungen. Dahingehend, dass man gesagt hat: Na, wir hoffen jetzt mal nicht, dass diese Stimmungsproteste dazu führen könnten, dass die Mannschaft irgendwie doch noch dieses große Ziel verspielt. Champions League. Jetzt hat man den Weg gewählt, die Mercedesstraße sozusagen mit ja. einzubeziehen. Und ich gehe mal davon aus, wenn es unser Stadion-Sicherheitsdienst abhängt. Dass es eine Anweisung vom VfB gab. Ich weiß es nicht da könnt, genau. Da, da, da würde ich mal von ausgehen. Und ja, es wäre mal spannend zu wissen, ähm, wer, wer das veranlasst hat und, ähm, was, und warum. Genau, und was dagegen spricht dann äh, diese Plakate, die ja halt einfach eine, offen, ähm, eine Meinungsäußerung der Fanszene sind, warum man die nicht einfach hängen lassen kann. Also ich denke, so souverän sollte man sein. Wenn man es nicht ist, dann sieht man es, dann ist der Protest wieder am Start, wo man ihn auch nicht möchte. Ähm, ja, und das ist halt gerade eine sehr dynamische Lage halt einfach. Und wie gesagt, ich fand die Reaktion ähm, der organisierten Fanszene. Dann durchaus angemessen. Topmüller, um wieder zum Spiel zurückzukommen, wechselte zwar Ekitike für Knauf ein, veränderte aber an der Grundausrichtung kaum etwas, haben wir vorhin schon mal gesagt. Also, es läuft überhaupt nicht für dich. Du kannst hinten die Angriffe nicht richtig verteidigen, nach vorne entwickelst du keinen Druck, veränderst dein System aber nicht. Schwierig, oder? Ja. Also, wenn als, als ich jetzt Eintracht-Fan wäre, würde ich sagen, hm. Finde ich ein bisschen komisch. Ja, fand, also Aus VfB-Sicht völlig okay. Kann ich mitleben, ja. Und man <laughs> konnte schon früh, das muss man vielleicht auch sagen, in der zweiten Halbzeit erkennen, dass Stuttgart Frankfurt einfach länger spielen ließ, bevor sie attackieren. Wir haben es vorhin über die Pässe pro Defensivaktion auch schon aufgeschlüsselt. Also es gab kein hohes Anlaufen mehr. Und wie gesagt, die Frage, die ich mir gestellt habe, war das jetzt eine Vorgabe oder ist das eine Einstellungsfrage? Du hattest auch mehr Ungenauigkeiten im Passspiel. Das wird jetzt keine Vorgabe gewesen sein. Da könnte Nein. man jetzt fragen, hat das was mit der Konzentration zu tun? Also ist das dann einfach ähm, schwierig in der zweiten Halbzeit mit dieser Führung und auch mit dieser Dominanz und mit einer überschaubaren Gefährdungslage, um es mal so auszudrücken, ähm, dann einfach diese Konzentration hochzuhalten. Die Fragen werden wir uns weiter stellen. Die Antwort gibt im Endeffekt die Mannschaft auf dem Platz, weil sie haben es ja dann über die gesamte Spielzeit wirklich schadlos runtergespielt, muss man sagen. Genau. Und ich glaube, du hast halt zwei Optionen für die zweite Halbzeit. Entweder man sagt, wir spielen genauso weiter, mit genauso viel Druck. Wir wollen das Vierte, das Fünfte vielleicht. Oder wir nehmen halt ein bisschen raus. Und ich glaube, dann schleichen sich solche Situationen, die wir dann halt als Konzentrationsmängel wahrnehmen, die werden sich zwangsläufig halt einfach ein, einschleichen halt. Aber solange du halt im Endeffekt kein Tor frisst, weil die Defensive stabil steht und du einen guten Keeper hinten drin hast, dann passt das. Ja. Solange es gut geht, ist Im das in Spiele Ordnung. Im Spiele einer Spitzenmannschaft. So, Nämlich, so nämlich. Was mir auch auffiel zu Beginn der ersten Halbzeit, dass wir häufiger mal in so relativ leichte Pressingfallen der Eintracht tappten. Also gerade in der 47. Minute, da spielt Ito Maxi den Ball an, obwohl Maxi von hinten Druck bekam. Also du wusstest, okay, jetzt wird dann gleich die Post abgehen hier. Und Mittelstädts Passversuch auf Karasor war dann eigentlich noch okay für die ja. eigentliche Situation. Aber Atta wollte den Ball dann links raus auf Stiller spielen ließ ihn durchlaufen und bemerkte dabei nicht, dass Shahibi in seinem Rücken stand. Und das ist natürlich dann vielleicht auch mangelnde Kommunikation und Umsichtigkeit, könnte ich mir vorstellen. Eke Tike nahm den abgefangenen Ball dann auf, zog das Tempo-Dribbling an. Hoher Speed, selbst Ito, der mhm. ja auch sehr schnell ist und über 34 km/h läuft, ähm, hatte Mühe, hinterherzukommen Und Eki Tike, ich tue mich wahnsinnig schwer mit diesem Namen. Ich werde den Namen heute nicht aussprechen. Ging dann in den Strafraum. Ito vermied dann noch den Kontakt, um keinen Foul zu verursachen. Aber dann kam Anton wirklich mit einer absoluten monster oh, ja. vergleichbar mit dem, was Atakan so in mhm. der ersten Halbzeit auf dem Platz gezeigt hat, und klärte wirklich in allerhöchster Not, muss man sagen, Anton. Mal wieder flawless, viele gute Aktionen mit und gegen den Ball, ja. muss man sagen. Und gerade in der zweiten Halbzeit wurde er immer stärker. Es war wieder eine super Leistung unseres Kapitäns. Ja, und hat dann gezeigt, also wie wichtig er ist, auch wenn man jetzt gegen Dortmund ohne ihn gewonnen hat. Aber ja, er ist halt einfach die, die, das Rückgrat des Defensivsystems vom, vom VfB. Und er ist halt so, so wichtig. Und hat er auch dann wieder eindrucksvoll gegen Frankfurt gezeigt. So war Nach 53 Minuten, da hätte es eigentlich soweit sein müssen. Frankfurt hätte hier wirklich das 3 zu 1 erzielen müssen, ja, aber auch das haben wir wieder gut gemacht. Allerdings haben wir auch ein paar Sachen nicht ganz so gut gemacht. Zum Beispiel, dass Frankfurt in Ruhe aufbauen durfte. Also kein Druck, ja. Buta bedient Shahibi auf dem rechten Flügel. Anschließend ließ er Maxi aussteigen, schickte Mamouche auf die Reise. Itu dann sehr zurückhaltend auf dem Flügel, sodass Mamouche Chaibi tief schicken konnte. Maxi kam dann nicht hinterher, mhm. sieht man später auch noch. Shahibi dann mit der flachen Flanke in den Fünfer, die Karasor gerade noch so vor Ekitike klären konnte. Aber eigentlich war das mit die gefährlichste Szene im Spiel für die Eintracht und hätte wirklich auch ein Tor verdient gehabt, weil es halt einfach gut gespielt war. Ähnlich wie in der ersten Halbzeit. Schnell, direkt genau. mit Zug zum Tor und über die rechte Frankfurter Offensivseite halten. Ne? Aber da lief der Ball richtig gut mal. Ja, bei Bretlo, den wir gelobt haben, habe ich mir gedacht: Okay, muss er da so auf der Linie verharren? Wäre es nicht besser gewesen, den Schritt Richtung Fünfer zu machen, also ein bisschen rauszurücken? Ja. ja du kannst auch sagen, dass Waldemar mal Anton vielleicht den ersten Pfosten hätte belaufen müssen, um den Ball abzufangen. Hat er nicht gemacht. Ging jetzt auch nicht schief. Hat er kein Karasor. Klärt das Ding noch. Aber das waren so zwei Punkte, die würde ich jetzt kritisieren ja. mit meinem Verstand und würde Fabi Bretlo sagen, ey, mach noch einen kleinen Schritt weg von der Linie. Klar, dann könnte es sein, dass er sozusagen das kurze Eck genau. anvisiert, Geht aber du hast ja auch noch mal eine Hand. Also ja. das kannst du dann auch noch verhindern. Und bei Weidi kann man sagen, vielleicht ein bisschen eher auf den ersten Pfosten rücken und dann eben den Ball klären. Aber wie gesagt, es ging ja alles gut. Also Frankfurt zeigt eine Reaktion. Das kann man schon sagen. Und wir? Nicht so wirklich. Ja, so ein paar Nadelstiche wären halt schon schön gewesen. Ne? Ja. Also so, so sich die Situation rauspicken und dann mal wieder genau diese tiefen Pässe spielen gegen eine aufgerückte Eintracht. Ähm, hätte man sich ja gewünscht, dass da so ein bisschen mehr äh, Torgefahr vom VfB ähm, gekommen wäre. Das hat dann gedauert bis zur 55. hatte dann Leveling eine Chance. Eigentlich finde ich eine relativ große. Und da muss man sagen, der Abschluss war. Eher schwach. Der, war dürftig, der war dürftig. Muss man sagen. Ja, also der war dürftig, weil er kommt frei frei zum Schuss ähm, rechts seitlich vom Tor und dann ist es halt ein Schüsschen einfach. Ja. ja, was mich so ein bisschen irritierte, du hattest ja schon die Räume, ja, also ja, eben, ja. die hatte die Eintracht angeboten, aber es fehlte dann wirklich die letzte Konsequenz und wir brauchten auch immer etwas zu lang, um die SGE weiterhin vor große Probleme zu stellen. Das muss ich einfach sagen. Es ist alles nachvollziehbar, ja, also wir hatten das Spiel weitestgehend im Griff, deswegen will ich da gar nichts sagen, aber nochmal, als VFB-Fan denkst du halt, okay, bitte verkackt das einfach nicht <laughs> und äh, lass es nachher nicht so werden, wie es schon so oft war, dass ich denke, Mensch, hätten wir nicht bisschen mehr Zug zum Tor haben können in der zweiten Halbzeit und das 4-0 machen, dann wäre ich vielleicht noch beruhigter gewesen, weil ich war sehr nervös bei diesem Stadion. Ja, Letzter letzte Heimsieg gegen die Eintracht 2018. Das ja, ist auch schon mal. ein Stück weit her. Ja. Und dann denkst du auch, nee, wir müssen das jetzt unbedingt ziehen. Und klar, sobald halt die Eintracht ein Tor geschossen hätte, wären wir nervös geworden. Die Mannschaft wahrscheinlich nicht, aber man weiß ja nie. Man fühlt sich nie 100% ja. sicher. Und wir haben es ja gegen Heidenheim gesehen, wie es laufen kann. Also, Eben, ja. es gibt immer mal wieder diese Beispiele. Was mir auch noch auffiel, und die haben es vorhin schon mal adressiert, obwohl unsere linke Seite statistisch mehr Gefahr ausstrahlte, hatte ich das Gefühl, dass Mittelstädt und vor allem Führig nicht so prägnant wie gewohnt waren. Ja, also, Chris Führig war nicht so gut mit eingebunden, wie wir das kannten. Weiß jetzt nicht, ob das nur an Knauf und Buta lag, aber die haben es zumindest mal hinbekommen, ihn deutlich besser in den Griff zu bekommen als bei anderen Partien. Genau, also ich habe es ja ähm, am Anfang schon gesagt, ich glaube, Chris Führich ist nicht gerade in seiner äh, stärksten Saisonphase, es ist halt vier Spielen ohne Torbeteiligung, das ist äh, nicht einmalig in der Saison, denn das hat er in der Hinrunde schon mal geschafft und erstaunlicherweise waren es fast die gleichen Gegner, weil er hat er gegen, <laughs> ähm, gegen Hoffenheim äh, noch getroffen und dann blieb er gegen Heidenheim, Dortmund, Frankfurt und Bremen ohne Assist und ohne Tor und jetzt ist er halt ähm, gegen Hoffenheim, Heidenheim, Dortmund und äh, Frankfurt ähm, ohne Tor und Torbeteiligung gewesen und aber ich finde halt, er hat halt auch schon in letzter Zeit sehr sehr viele Spiele gab mit Nationalmannschaft ja. dies das und so weiter also vielleicht braucht er tatsächlich mal eine Verschnaufpause keine Ahnung wie er sich jetzt fühlt ob er sagt hey ich bin durch oder nee ich habe total Bock weiß ich nicht aber Fakt ist seit vier Spielen ohne Torbeteiligung und das ist für ihn halt in dieser Saison tatsächlich eine Rarität ja also ich meine das Gute ist ja dass wir es das kompensieren können wir haben dann eine gute rechte Seite mit Jamie Develing, ja. die das so ein bisschen auffängt. und ein gutes Zentrum ja also das geht dann auch <laughs> mal und ich habe auch nichts dagegen wenn Chris Führich gegen Bremen wieder zur alten Stärke zurückfindet und ein Auflegen und ein Tor so. erzielt. Übrigens auch noch interessant, von allen stadt f spielern hatte Chris die wenigsten Ballaktionen. Mhm. Ist jetzt auch nicht üblich, weil sonst ist er halt so umtriebig ja. fast in jeden Angriff verwickelt. Ich kann mich auch an keinen Dribbling erinnern, also wo mhm. er den Ball bekommt ne? und auch ja, dieses Hinterlaufen von, von Führig und Mittelstädt und so weiter. Also, gerade ähm, ist links ein bisschen ähm, Sand im Getriebe vielleicht, aber wir haben ja auch noch andere Zahnrädchen, die sich dann äh, durchaus geschmeidig drehen. Und folgerichtig wurde Chris nach 65 Minuten ja durch Enzo Mio ersetzt, der es ein bisschen besser machte, wie ich fand. Also, das war mhm. ganz gut. Ja, auch wenn die Eintracht früh in Halbzeit 2 vorstellig wurde, so wirklich suchten sie ihr Heil auch nicht in der Offensive, hatte ich das Gefühl. Sie hatten zwar deutlich mehr vom Spiel, aber spielten sehr umständlich, zurückhaltend, setzten nur sporadisch ein paar Nadelstiche. Da glaubt da einfach keiner mehr an die Wende. Ich wollte sagen, da hat, glaube ich, niemand geglaubt, das Ding irgendwie 4 zu 3 gewinnen zu können oder auch nur 3 zu 3 noch einen Punkt äh, zu ja. holen. Also, die wollten das dann möglichst unfallfrei nach Hause bringen, nicht, ähm, noch eins, noch eins bekommen, vielleicht noch einen Anschlusstreffer erzielen, aber der, der, der letzte Glaube, der, den hat man nicht gesehen. Nee, Toppmüller wechselte dann nochmal dreifach, brachte Max, Collins und Van de Beek. Ist auch nicht das Schlechteste, was du so reinwerfen kannst. Ja, aber zunächst hatte dann erst der VfB noch eine Chance in der 69. Minute da eroberte Ito den Ball im eigenen Drittel über Zwei Stationen, landete die Kugel dann bei Dennis Undaf, der sich aufdrehte und wirklich ohne große Gegenwehr andribbeln durfte. Dann starker Pass auf Girassi, der sich wieder, wie schon in der ersten Halbzeit, eng an der Abseitslinie aufhielt. Und Siru macht den Ball dann gut fest. Ja, Verteidigt ihn. Ja. Ja, also das war Träume. wieder super, wie er das hinkriegt. Ja. Wie er mit dem Körper arbeitet, richtig, richtig stark. Und wartet halt wirklich, bis ein Mitspieler. Anspielbar ist. Ja. Er sieht, ich habe kein Schussfenster, ich kann nicht abziehen, also muss ich warten, mache den Ball, solange es irgendwie geht, fest. Und ich glaube, da geht es auch um, um, um Uneigennützigkeit. Ja. Ne? Also da ist halt niemand egoistisch. Also die Stürmer, die VfB-Stürmer, wenn sie den Ball bekommen, die gucken nicht, wie kann ich ein Tor schießen, sondern die gucken, wer kann am ehesten ein Tor schießen. Und die sind halt so selbstlos, also gerade Gerassi und Unter und legen sich im Zweifelsfall lieber gegenseitig die Bälle auf, als selbst abzuschließen. Und das ist halt so schön zu sehen, also dass da nicht diese Egoismen vorherrschen, sondern. Dass die Stimme wirklich gucken, okay, wen kann ich am besten in Zähne setzen? Girasik denkt, glaube ich, keine Sekunde daran, wir abschließen kann. Ne? Der weiß, okay, ich bin im 16er mit dem Rücken zum Tor. Ich habe einen Gegenspieler hinter mir. Ich kann auf gar keinen Fall selber neben abschließen. neben mir und neben mir. Und ich gucke einfach, wer ist denn frei? Und der hält den Ball ja gefühlt ewig und äh, spielt ihn dann raus auf und ähm, Der zielt dann wieder auf sein Lieblingseck, aufs lange. Ähm, und der Abschluss ist dann nicht besonders gut. Aber ähm, also der Gedanke war auf jeden Fall der richtige. Aber ja. Da muss der Ball hin. Ja und ging knapp am Pfosten vorbei. War okay. Also ja, halb man? knapp. Also ja, ich glaube, was war das? Vielleicht ein halben Meter, Meter. Ja. ja, ja. 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 Also die Richtung stimmte schon mal, die Richtung stimmt schon mal ja. <laughs> ja die, die Idee war auf jeden Fall gut, die Umsetzung ähm, hat er schon mal besser gezeigt, ja. Man muss sagen, es sollte dann auch in den folgenden 20 Minuten nicht mehr allzu viel passieren. Frankfurt hatte ein paar Halbchancen, vor allem durch Eki ich kriege es wirklich immer hin, also wie weiß ich nicht, den ich aber, ja, ansonsten, wirklich für sehr eigensinnig empfand. Also es war ja einer der, der Top-Transfers der Eintracht, ja. ja auch sehr teurer auch Spieler teuer, ja. gewesen, aber das, das, das war halt nichts. In der 72. Minute gab es eine gute Flanke von Buta, scharf vors Tor gezogen, da verpasst er. Mhm. Ähm, gut, dann gab es so eine Aktion, das muss ich ganz kurz nochmal ansprechen. Da hat er drei Abschlüsse in weniger als 60 Sekunden und nicht ein Abschluss, war irgendwie groß gefährlich. Als Mitspieler würde ich halt wahnsinnig werden. Du merkst halt so, der spielt für sich. Er ja. spielt Fußball für sich, und das kann nicht funktionieren, und schon gar nicht bei der Eintracht. Also, ist das ist die, die PSG-Schule wahrscheinlich. Das könnte sein, ja, das könnte sein. <laughs> ähm, Fabi Bredlo durfte sich aber nochmal auszeichnen, und zwar nach einem Mamouche-Freistoß, du hast schon entschieden, kein Foul von Stiller, aber gelb. Und ja. die vierte. Ähm, genau, aber ich fand die Situation, fand, fand, fand ich spannend, weil ich glaube, ähm, Bretlo kriegt einen Rückpass, spielten dann auf ähm, Ito nach links und der spielten dann zu Stiller, der halt wirklich so zentral an der 16er Grenze vom VfB quasi steht. Also wie immer sehr, sehr riskant. Und ähm, das hat die Eintracht in dem Fall dann mal gerochen halt. Ne? Und das ist dann mit zwei Leuten halt wirklich auf Stiller drauf. Der muss in höchster Not zum Ball. Und boah, ob das jetzt wirklich ein Foul ist oder ob er zuerst am Ball ist. Finde ich schwierig. Also, man kann definitiv faul pfeifen. Ich habe es jetzt eher nicht so gesehen, weil zwei Spieler ihn attackieren. Ähm, ähm, aber ich fand es ähm, spannend, ähm, wie da mal die Eintracht diesen typischen. High-Risk-VfB-Aufbau komplett auseinandergenommen hat. Richtig. Ja. Und diesen Freistoß einfach gezogen haben. Also das haben sie dann gut gemacht. Genau, also zumindest für die Mühe und ähm, also für den Effort gibt es auf jeden Fall den Freistoß verdient. <laughs> okay. Ja, wenn das gut. reicht, finde ich gut. Also äh, vor allem, wenn der Ball natürlich nicht reingeht, ja. <laughs> wenn es gegen uns gewürfen wird. Fünf Mannmauer plus Stereo am Boden. Ja. Der muss, äh, mit, mit dem Gesicht eigentlich zum Ball oder zum Tor? Oh, natürlich nicht zum Ball. Halt also es erklärt. Zum Tor. Na, ich hoffe es doch. Weiß ich nicht, ich habe es gesehen, aber ich weiß nicht mehr, in welche Richtung er lag. Nee, Schreibt es in die Kommentare. Ich meine, ich meine, mit Blick Richtung Fabi Bredlo. Ja, würde ich mich auch hinlegen. Ja, so. Absolut. Und dann, das kann ja Obermamusch, er kann Freistöße schießen. Der sucht halt wirklich genau den Space zwischen Mauer und den anderen Spielern im Strafraum. Der Ball kam auch gut aufs Tor, aber Bredlow war rechtzeitig da, pariert den mit einer tollen Parade. Muss er halten aus meiner Sicht? Ich wollte sagen, also den muss er halten, wenn er den reinlässt, dann sprechen wir über einen glasklaren Torwartfehler, aber er muss noch erstmal halten. Richtig. Ne? Aber ich fand es auch schön, dass dann der VfB-Twitter-Account ihn für die Parade feilt, wo ich denke, jo, also da steht die Mauer, die steht gut, dann ist die Torwartecke relativ klein, da steht Bredlow, der Schuss von Obama-Musch ist schon stramm, aber jetzt auch nicht irgendwie direkt in den Winkel, sondern so ja, noch einen halben Meter drunter, also den muss er einfach halten, aber er muss ihn halt und er macht es halt richtig gut. Er werden zur Seite, ab, nicht nach vorne, nicht irgendwie Richtung eigenes Tor, sondern zur Seite, wie sie es gehört. Richtig gute Aktion, ähm, aber jetzt auch keine ähm, Jahrhundertparade. Und auch Holger Laser feierte ihn im Stadion. Ja, wenn wir es jetzt dafür schon feiern, also ich habe mir gedacht, das hat der Fabi verdient. Der Fabi es verdient. Ja, ja habe ich ja. mir gedacht. So, ja. Max versucht es dann in der 84. Minute nochmal aus der Distanz. Auch da muss sich Bredlo strecken, klärt das Souverän. Genau. Muss auch halten. Der wäre glaube ich daneben gegangen. Ja, auf, auf jetzt wäre klar abgeworden ja. und deswegen war es okay, dass es so gemacht ja. hat. Leveling und Mio penden da, davor. Das hat mir nicht gut gefallen. Stergio rückte dann noch raus, verkleinerte so die freie Torfläche. Hat das auch sehr gut gemacht. Ging auch ein bisschen unter. Ähm, hat, hat der, wie heißt er, auch nicht adressiert und Lothar Matthäus ebenfalls nicht. Deswegen mache ich es jetzt hier. <laughs> Aber ganz ehrlich, that's it, muss man sagen. Also, ja. es ist halt sonst nichts passiert. In der 78. Minute, da kam noch der Hut und Chong für Karasor und Undaf, nehme ich nur mit rein, weil Undaf später mit bandagiertem Knie auf der Bank saß. Was zu befürchten? Ist für das Spiel gegen Bremen. Erfahrt ihr in der Gegnervorschau. <laughs> Verraten wir jetzt noch nicht. Und außerdem kam in der 91. Minute auch noch Pascal Stenzel und Silas, muss man sagen, für Leveling und Girassi. Und auch hier muss man sagen, habe ich mir kurz mal Sorgen gemacht, denn Girassi knickte bei einem Pass um und musste später wirklich humpelnd das Feld verlassen. Habe ich auch gedacht, oh, nicht gut. Mhm. Aber auch da, auch da erfahrt ja alles, wenn ihr dran bleibt in der Gegnervorschau. Und bei Pascal Stenzel ist mir noch was aufgefallen. Ich hatte gute Plätze, saß direkt hinter ähm, der Auswechselbank. Der coacht die ganze Zeit. Der ist mhm. immer am Start, nimmt sich Spieler. Echt jetzt? zur Seite, Ito, ja, und spricht mit denen über Szenen, die halt vorher stattfanden, also nicht während dem Spiel, sondern wenn es halt unterbrochen nee. ist, und gerade in der ersten Halbzeit hat er da ein paar Mal die Gelegenheit gehabt, aber das ist der Erste, der steht, das ist der Erste, der aufmuntert, wenn irgendwas nicht so gut funktioniert, das ist ein Spieler, der so wichtig ist für die Kabine, Ja, und es gab ja schon ein paar Leute, die das auch kritisch sahen, dass man mit ihm verlängert hat, kann ich null verstehen, das ist kein Game-Changer-Spieler auf dem Platz, aber es ist ein Game-Changer in der Kabine, ja. ja, und wenn er auch den Taktikblick hat, also dann ist ja auch der weitere Karriereweg eigentlich schon vorgezeichnet, oder? So. So. Dann gucken wir mal, wo das endet Aha. für den Herrn. Das, das nächste Mal dann Champions League mit Sportdirektor Gentner und Co-Trainer Stenzel. Ja, wer weiß, wer vielleicht kommt so. Bei Frankfurt kam noch Maladenovic für Hasebe. Das ist ein Blauer, oder? Das ist ein Blauer und ja. aus Nürtingen. Ah. So, Das muss man erwähnen. Also, wenn wir da sind, dann wissen wir auch, okay, viel ist wirklich nicht mehr passiert. <laughs> Selbst über Ecken können wir nicht sprechen. Es gab fünf für Frankfurt, alle fünf wurden geklärt vom VfB Stuttgart. Ja, das wäre, doch also, anders gewesen, wenn Sascha Kalajic nicht verletzt wäre. Ja. Ja, das wäre mit Sicherheit anders gewesen. Und am Der Ende übrigens da war, ne? Ja, ja war da. Im Tunnelclub. Ja, zu Recht. Ja. Äh, am Ende durften wir Fans im Stadion dann noch die Welle üben, die leider nicht durch Stadion schwappte. Die Frankfurter brachen ja. unsere Welle immer. Es hat sich nicht etabliert, dass diese Welle dann einfach fortgeführt wird. Auf der Gegengeraden, beziehungsweise die brach schon wirklich auf der Gegengeraden. Ja, ein. Ich, ich wollte sagen, wenn ich also, im, im Gästeblock bin und habe 0,3 verloren, habe ich auch andere, andere Probleme. Wenn die müssen nicht mitmachen. So aber ich hätte gedacht, dass dann, wenn der Gästeblock praktisch nicht mitmacht, ja. sofort die Kantschatter, äh, sorry, die Untertürkheimer-Kurve, die Welle wieder aufgreift. Aber macht eigentlich. Man, macht man dann eigentlich sofort weiter oder wartet man dann die Zeit ab, die die Welle gebraucht hätte, um <laughs> durch den Gästeblock zu laufen? Das werden wir bis zur nächsten Sendung evaluieren, Sebastian. wahrscheinlich, ja. wahrscheinlich gibt es Laola-Experten. Ja, die laden wir ein. Ja. Nächste Woche der Laola-Experte La hier bei uns im Podcast. Ja, gut. Also, das war's eigentlich. Und deswegen die Frage an dich. Wie fällt dein Fazit aus? Äh, mein Fazit fällt natürlich sehr sehr gut aus und äh, ja der VfB war von Anfang an auf Betriebstemperatur und ähm, ich glaube auch Dien gesagt, die Topmodel hat es gesagt die Frankfurter haben halt die erste Hälfte komplett verpennt und dann war eigentlich nach, nach 37 Minuten das Spiel einfach schon, schon um ja? und äh, du hast angesprochen die talentfreien Tugenden Aufmerksamkeit Laufbereitschaft Konzentration dies das war alles nicht da bei den Frankfurtern, die ja sowieso eine ganz ähm, äh, seltsame ähm, Rückrunde spielen. Und das haben wir dann auch in dieser Partie, finde ich, exemplarisch gesehen, ähm, warum der VfB jetzt in der Rückrunde 29 Tore erzielt hat und die Eintracht nur 16. Also fast nur halb so viele. Ähm, und ich glaube jetzt auch in dem Spiel. Weißt du die Expected Goals? Ich glaube der VfB war bei 1,2 oder ja, irgendwie es sowas. Das waren ne? sehr niedrige Werte vom genau. VfB. Ich glaube der drittschlechteste XG-Wert in dieser Spielzeit. Ja. Mhm. Aber da hast du dann wieder Effizienz am Start und die Eintracht hat halt wenig Chancen, macht sie halt dann nicht rein und es war ein komplett verdienter Sieg. Also mehr kann man natürlich nicht sagen. Und in der Saison zweimal gegen Eintracht Frankfurt gewonnen. Erster Heimsieg gegen die Eintracht seit 2018. Also in der Saison geht alles. Da werden alle Serien, alle Negativserien gebrochen, alle Angstgegner geschlagen. Es ist einfach ein Traum. Eigentlich alles gesagt. Und dann lasse ich es einfach so stehen und ergänze nichts weiter, weil ich kann nicht viel mehr ergänzen. Ich kann vielleicht noch sagen, es reichten 30 starke Minuten, ja, um diese Eintracht zu schlagen. Der VfB, sehr erwachsen, ohne grobe Fehler, einfach eine tolle Leistung. Lass es so stehen, oder? Sebastian? Ja. Musik! Musik! <laughs> Denn inzwischen ist es ja so, dass wir direkt nach der Analyse uns schon um den nächsten Gegner kümmern werden. Und das ist Werder Bremen, Sebastian. Mhm. Bevor wir über Werder Bremen sprechen, müssen wir den Leuten erstmal verraten, wie sie in den Hörgenuss kommen, dieses Spiel am Sonntag mitverfolgen, mitverfolgen zu können. Denn es beginnt um 15.30 Uhr. Und um 15.15 .15 Uhr habt ihr die Möglichkeit, auf welche Webseite zu klicken. Ihr klickt natürlich auf vfb.de radio und da beginnt dann um 15.15 Uhr .15, äh, die Übertragung live auf dem, aus dem Weserstadion. Heißt es so? Es das heißt so. Ja, ähm, es gibt noch einen Sponsor, der vorne ja, weggeschickt das heißt, wird. Schnell, aber genau. ähm, und da werden dann der Lukas und der Bene dann vor Ort sein und euch ähm, abholen und 15 Minuten dann einpeitschen ähm, auf den Traditionskracher gegen äh, Bremen. Und nochmal ganz wichtig, wir haben es gesagt, also 15.30 Uhr ist Anpfiff, aber nicht am Samstag, sondern am Sonntag. Ja, also nicht Wundern, wenn der VfB am Samstag noch nicht gewinnt. <laughs> ja. So muss man es ja sagen. Das Wetter, liebe Leute, wenn ja. ihr nach Bremen fahrt, ja, nehmt euch Nordisch by Nature, ja? so nehmt euch die richtige Kleidung mit. 8 Grad, ein Mix aus Sonne, Wolken und gelegentlichen Regenschauern. Ja, ein Traum. Ja. Aber ich würde sagen, oberkörperfreie Auswärtsblöcke sollten wir auch in Bremen zu sehen bekommen. Ja, der VW macht heiß. Ja. So. Oh, sehr gut. Ja. Zur Anreise: Die Bahn fährt, Sebastian. Die Bahn, also die Bahn fährt ja meistens. Also mhm. ja. übrigens, als wenn der es heute am Donnerstag Frage ist immer hört. Nur, wann? Genau, als wenn ihr es heute am Donnerstag hört in Stuttgart, heute fährt die Stadtbahn nicht. Und morgen okay. auch nicht. Ne? S-Bahn fährt, aber die Stadtbahnen fahren nicht. Und ich bin ja auch gestern von. Ich bin noch heute mit der Stadtbahn von Degaloch hier runtergekommen. Ja, heute fährt sie, aber morgen fährt sie nicht. Achso. Also, wir müssen jetzt halt auf jeden Fall noch vor. 12 fertig werden, weil sonst wird es schwierig für dich. Ne? Okay, let's go Sebastian. Ja genau. Äh, nee, die Bahn fertig. Ich bin ja gestern auch von Berlin zurückgefahren. Es hat ein bisschen gedauert, aber irgendwie fahren Sie halt. Das hört sich gut an. Solltet ihr mit dem Auto anreisen, ist es wichtig zu wissen, das Gebiet rund um das Weserstadion ist bei allen Heimspielen von Werder Bremen ab zweieinhalb Stunden vor Anstoß bis kurz nach Spielbeginn für Autos gesperrt. Finde ich gut. Da kommt ihr nicht ran. Finde ich auch gut. Ja. Die Anreise dann bitte mit der Straßenbahnlinie 2, 3 und 10 wählen. Und jetzt bin ich gespannt. So. Jetzt erzählst du uns, wie man auf dem Seeweg anreist. Und jetzt, das ist nämlich das ist wirklich einmalig. Man kann das Weserstadion auch per Schiff ansteuern. Es gibt eine Kooperation mit der Reederei Hallöver. Ja, die pendeln mit fünf Schiffen vor und nach dem Spiel von Fegesack. Dann auch noch von der Waterfront Pier 2 und dem Martini-Anleger direkt zum Anleger Weserstadion Pauliner Marsch. So, und an dieser Westseite der Arena könnt ihr dann praktisch anlegen und ablegen, geht beides. Allerdings nur für 4000 und es stand auf der Webseite Werder Fans. Aber ihr könnt es ja trotzdem mal versuchen. Ihr könnt es ja auch versuchen. Ja, und ähm, glaubst du dann, ähm, dass äh, die Bremer nicht den Bus, sondern das Schiff im Strafraum parken werden? Sehr gut, Sebastian. <laughs> Hoffentlich machen Sie das. Ich bin gespannt, wie Sie es hinbekommen. Sie werden es versuchen zu parken, nur ob Sie den Anker werfen können. Ja. Das bezweifle ich. Werder Bremen, Sebastian, was wissen wir und was nicht? Vor allem, was weißt du? Also, ich weiß, dass Werder Bremen eine schwere Zeit hatte am Sonntag in Leverkusen. Das ist wohl wahr, aber das geht ganz vielen Mannschaften. Ja, oder? absolut, ja. Ja, Werder steht aktuell auf Platz 12 in der Liga. Und sind noch nicht ganz, noch nicht ganz durch, oder? Sind noch nicht ganz durch. Fünf Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Also. Eigentlich sollte Eigentlich, das ja. reichen, aber Werder hat ja durchaus schlechte Erfahrungen mit sogenannten Ruhepolstern gemacht. Oh, ich erinnere mich, am Ende war das dann die Relegation und ich erinnere mich an. Nee, Eid das war der direkte Abstieg. Direkte. Oh Gott, ja, 2021, ja. ja sah es nämlich auch so aus, als hätten sie mit dem Abstieg nichts mehr Stimmt. zu tun und dann kam der Downfall. War das mit Kofeld? Ja, ja, mit wem sonst? Sorry, <laughs> aber es musste jetzt sein, ja. Und auch jetzt läuft es nicht wirklich rund. Nur zwei Siege holte Werder aus den letzten zehn Spielen. Dazu zwei Unentschieden und sechs Niederlagen. In der Heimtabelle liegen sie trotz fünf Siege, weil das fand ich gar nicht so wenig, wenn mhm. ich da an VfB-Zeiten zurückdenke. Und mhm. drei Unentschieden nur auf Platz 14 mit 14 geholten Punkten. Auswärts holten sie einen Punkt mehr, stehen auf Platz 10. Trotz der fehlenden Ergebnisse jetzt in der Rückrunde muss man aber sagen, dass sie es insgesamt eigentlich ein bisschen besser machen als in der Hinrunde. Sie haben bei mir einen besseren Eindruck hinterlassen als noch in der Hinrunde. Das ist einfach so. Denn du erinnerst dich vielleicht, da stand ja auch Trainer Ole Werner schon durchaus heftig in der Kritik. Absolut. Ja, es gab ja eine Zeit, da waren sie ähm, akut abstiegsgefährdet. Ja. Ja? also man hat es so ein bisschen hinbekommen. Sie kassieren in der Rückrunde zum Beispiel weniger Gegentore und haben nach zwölf Spielen bereits 14 Punkte geholt. In der Hinrunde waren es insgesamt, also nach 17 Spielen, 17 Punkte. Würde man sagen, jetzt mit den ausstehenden fünf Spielen sollte das noch irgendwie möglich sein. Ja, Wäre die Rückrunde besser als die ja, Rückrunde. ein paar ja. Punkte zu holen. Was spricht für Werder Bremen? Werder kann kicken. Das haben wir letztes Mal schon gesagt, als wir über die gesprochen haben. Sie haben ein solides Paarspiel, haben die beste oder die, die höchste Flankengenauigkeit der Liga, vor allem natürlich über rechts mit Mitchell Weiser. Ist sowieso einer, der nicht nur viel flankt, sondern auch viele intensive Läufe abspult. Da kommt eine Menge Arbeit auf Maxi Mittelstädt zu und vielleicht auch auf Chris Führig. Mhm. Ja, aufgrund dieser Flankengenauigkeit überrascht es natürlich auch nicht, dass sie viele Tore per Kopf erzielen. Da liegen sie auf Platz 5 im Liga-Vergleich, das ist schon ordentlich. Und wenn sie mal führen, sind sie sehr stabil. 13 Mal gegen Werder Bremen in Führung. Daraus resultieren dann acht Siege und fünf Unentschieden. Keine Niederlage. Also, das ist... Okay, das heißt auf jeden Fall nicht in Rückstand geraten. Oder vielleicht doch und die Serie ja, einfach oder so Und die Serie <laughs> killen, ja. Aber, ja, lieber nicht. Also lieber, lieber nicht. Lieber gleich in Führung gehen, wie gegen Frankfurt. Das sehe ich auch so. Ja. Sie haben sehr gute Freistoßschützen. Also, da sollten wir aufpassen, dass wir da nicht zu viel zulassen. Und sie... Erzielen viele Balleroberungen. Das ist mir auch aufgefallen. Und Werder's das Kopfballstärke, das muss man vielleicht auch noch anführen, schlägt sich nicht nur bei den Offensivbemühungen ja, sondern auch bei den Defensivbemühungen. Also Gegentore per Kopf, ja, da liegt Werder Bremen tatsächlich auf Platz zwei in der Bundesliga. Und vor allem Marco Friedel mhm. köpft hier wirklich viel weg. Also es gibt, glaube ich, nur noch die Bayern, die Kopfballgegentore noch seltener okay. bekommen als Werder Bremen. Es sieht also eigentlich alles gar nicht so schlecht aus. Deswegen gucken wir jetzt mal darauf, was nicht so gut klappt. Da sieht man, Werder Bremen ist anfällig bei Kontern. Sie lassen zu viele Pässe zu. Das Pressing könnte ein bisschen besser sein. Also da wird dem Gegner einfach zu viel Raum und Zeit gegeben, um entweder aufzubauen oder natürlich schnell in die entscheidenden Räume zu kommen. Und es gelingt ihnen zu selten, Abschlüsse des Gegners zu unterbinden. Also gerade in der Zone direkt vor dem Strafraum lassen sie. Zu viel zu, muss man sagen. Und das wäre natürlich wieder prädestiniert für Dennis Undaff, der ja durchaus mit Bremen noch eine Rechnung offen hat. Ja, das stimmt. Der ja. kommt ja von dort. Und wurde weggejagt. W wurde damals als äh, nicht gut genug ähm, erachtet und äh, ist dann zu Meppen. Ja, er also ist auf jeden Fall dann erstmal woanders hingegangen. <laughs> ja, und dann wir recherchieren das später nochmal nach. <laughs> ich glaube, ich Mappen gegangen. Ja. Ich glaube auch. Ja. Und äh, hat dann seine großartige Karriere sozusagen in Gang genau. gesetzt. Der, der, deren Krönung ja aktuell gerade stattfindet. Nee, ich habe es auch gegen, gegen Leverkusen gesehen und ich glaube, die Schwächen ähm, der Bremer passen ganz gut auch zu den Stärken ähm, der Stuttgarter. Würde ich auch sagen, würde ich auch sagen. Und äh, da kommt noch was anderes hinzu, was wir nicht vergessen sollten, denn sie haben. Auf der einen Seite in der Defensive das Problem, dass sie zu viele Abschlüsse zulassen. Auf der anderen Seite, in der Offensive, haben sie das Problem, dass sie zu selten Abschlüsse setzen. Ligaweit gibt Werder Bremen die wenigsten Torschüsse ab. Oha. Das ist. Also weniger als zum Beispiel Darmstadt. Ja. Also muss dann ja so sein, aber das ja, ist, ist so. ähm, erstaunt. Ähm, ich habe auch tatsächlich lange nichts mehr von Marvin Duksch gehört. Das ist auch noch ein Thema, was ich gleich aufmachen werde. Okay, Erstmal zur Spielweise. Uh, Ole Werner lässt meistens in so einer 3-5-2-Formation spielen. Gegen Leverkusen zogen sich die Bremer dann aber weit zurück, verteidigten in einem kompakten Achterblock. Das Interessante war, dass sie trotzdem über die Außen relativ anfällig waren. Also, das haben sie dann nicht so gut verteidigt bekommen. Also, Agu und Weiser waren da phasenweise völlig überfordert. Liegt natürlich auch an der Qualität der Leverkusener. Wobei ich sage, wir stehen dem in nicht viel nach. Ja, und, und wenn, dann gar nicht viel. Also, so, ja, deswegen. Die beste linke Seite der Liga. Ja, ja. Auch wenn es gerade ein bisschen haklich ist, gebe ja. ich ja zu. Aber es wäre trotzdem für uns ein guter Anknüpfungspunkt, dass mhm. man da versucht, dann, ja, viel über die Flügel aufzubauen und eben dann nach ins Zentrum zu kommen. Das können wir einfach gut. Der Aufbau der Bremer erfolgt über das Zentrum und über halb rechts. Da ist natürlich wieder Mitchell Weiser dann aktiv, der da eine Menge Betrieb macht. Aus dem Zentrum heraus ist es vor allem Romano Schmid, der sehr, sehr viele vorletzte Pässe spielt. Das müssen wir aufpassen. Das ist einfach der Denker und Lenker sozusagen, deren Angelo Stiller, wenn man so möchte. Marvin Duksch, da sind wir jetzt bei ja. ihm, sucht. Mit am häufigsten noch den Abschluss. Vor allem dann auch gerne mal aus der zweiten Reihe. Aber, Aber ich glaube, in letzter Zeit sucht er und findet selten. Ne? Genau. Er wartet inzwischen auch schon seit neun Spielen mal wieder auf einen Torerfolg. Also ist nicht in Bestform. Früher war der VfB prädestiniert dafür, solche Serien zu brechen. Heute wir, sind, wir sind kein Aufbaugegner mehr. Nein. Die Zeiten sind vorbei. Das ist also ein vor, anderer VfB. Vor, vorerst. Ja. Heute verlängern wir solche Serien. <laughs> und zwar gekonnt. Ja, und was wir auch noch auf dem Schirm haben müssen... Das sind so Schnittstellenpässe der Bremer. Sie haben mit Lünen, Schmidt und äh, Bittenkurt auch Weiser gleich vier Spieler, die dir da einfach auf den Sack gehen die ganze Zeit. Also das, ist, das droht immer so ein Stück weit, ähm, dass dann eben so ein Linienbrechen dabei gespielt wird. Da müssen wir, wie gesagt, aufmerksam sein, sonst könnte das auch mal nach hinten losgehen. Aber wir haben ja schon beschlossen, der Dux trifft nicht und der VfB geht früh in Führung. Damit mhm. ist das Thema auch durch. Und ein anderes Thema ist noch durch, nämlich Jens Day. Der eigentlich so der Zerstörer im Werder-Spiel ist, der wird fehlen, denn ähm, der hat die rote Karte gesehen, wurde für drei Spiele, meine ich, gesperrt, steht nicht gegen Stuttgart zur Verfügung. Das gut? ist für uns ganz gut, ja, ja. würde ich auch mal sagen. Grundsätzlich wundert mich das nicht, das will ich auch noch unterbringen. Stay ist nämlich einer der Spieler, der mit die meisten Fouls am Gegner begeht in der Bundesliga. Jetzt fehlt er, für uns ist das gut. Wer ja. fehlt noch? Ich glaube, Navigator. Nabikata, <laughs> Nabi ja, der wird nicht das nur. Das ist auch unter der Rubrik, was funktioniert bei Werder Bremen nicht so gut, würde ich sagen, steht Navigator ganz oben. Oder? Absolut. Der wird er, nicht nur gegen... erst verletzt, dann glaube ich nochmal verletzt. Mehrfach und verletzt. Wieder fit, aber irgendwie nicht willig, sich auf die Bank zu setzen. Von den Leistungen nicht so besonders ähm, gesegnet, muss man sagen, hängt natürlich auch mit den Verletzungen zusammen. Und dann, du hast es schon gesagt, ja, gab es diese Geschichte, dass er nicht mit zum Auswärtsspiel nach Leverkusen reisen. Will. Wollte, weil er auf der Bank sitzen sollte. Das führte dann zu einer Suspendierung. Ja, es gab auch noch eine deftige Geldsperre, äh Geldstrafe für ihn. Und was ich pikant fand: Ole Werner wurde von einem Dritten über den Streik von Cater in Kenntnis gesetzt. Also, das hat der Spieler dem Trainer nicht persönlich mitgeteilt, sondern ausrichten lassen. Ja, also, ich sag mal so. So eine Unruhe, ja, gerade wenn du im Abstiegskampf steckst, die kann man eigentlich überhaupt nicht gebrauchen. Nee, vor allem, was ja, glaube ich, auch nicht nur eine ähm, Diskussion oder eine Konfrontation zwischen Spieler und Trainer war, sondern, glaube ich, auch die Mitspieler jetzt das äh, nicht ganz so gut aufgenommen haben. Und äh, ja, wenn du dann jetzt noch dringend Punkte brauchst, um den Klassenerhalt zu sichern, ist, glaube ich, jetzt Navigator nicht unbedingt der Spieler, auf den alle in Bremen setzen. Da stimme ich dir absolut zu und ich möchte noch einen Spieler erwähnen, das ist Michael Zetterer, ja, der könnte uns nämlich auch ganz schön nerven am kommenden Sonntag, denn gerade auf der Linie zeigt er immer wieder gute Reflexe. Also das bin ich ein Stück weit schon bei meiner Vorschau für dieses Spiel. Also für uns wird wichtig sein, die Flügel gut einzusetzen, hier immer wieder anzuschieben, ja, wer das offensivqualitäten dadurch zu beschneiden und somit natürlich auch die Stimmung im Weserstadion ich sag mal runterzuschrauben bzw. mitzuregeln. Also wenn wer da halt ins Rollen kommt, wird das Stadion laut und dann ist es auch unangenehm für die Gastmannschaft. Wenn sie aber gar nicht erst ihr Spiel entfalten können, wird sich das auch auf die Stimmung im Stadion niederschlagen, ja? Also Caruso und Stiller werden im Zentrum viel Laufarbeit leisten müssen. Gut möglich, dass dann auch ein Chris Fürich oder ein Enzo Mio eingerückter als üblich gegen den Ball spielen müssen, um dann eben zusätzlich zu unterstützen. Ansonsten heißt es wie immer eigentlich präzise und schnell spielen, die Chancen nutzen und Geduld Beweisen. Das ist wirklich wichtig. Das wird schon ein Brett werden gegen Bremen, mhm. glaube ich. Sechs Spiele zu Null sind für eine Mannschaft, die gegen den Abstieg spielt, auch okay. Ja? Und es wird wirklich wichtig sein, für den VfB Stückert die Geduld zu behalten, clever zu spielen. Und dann sehe ich eigentlich wenig Möglichkeiten, wie uns Bremen gefährlich werden kann. Also, wenn der VfB so spielt wie gegen Frankfurt und ja, Bremen gut. so spielt wie gegen Leverkusen, wird es eine relativ eindeutige Sache. Und tatsächlich so, wenn der VfB so spielt wie gegen Frankfurt und wie gegen Dortmund, dann sollte Bremen wirklich eine schwierige Zeit haben, das Spiel irgendwie zu gewinnen oder unentschieden zu bestreiten und noch ein Award etc. Er war schon der, der im Hinspiel cirugirasi girassi per Handzeichen gesagt hat, er soll doch den Elfmeter lupfen. Und er hat es dann gemacht? Das weiß ich nicht mehr. War so. Okay, dann nehmen wir das. Also, wenn Sebastian das behauptet, ja, also, dann glaube ich ihm. Das, das war so. Dann nehmen wir das. Dann kommen wir jetzt noch zu den Players to watch. Julian Malatini. Den Namen habe ich noch nie gehört. Wundert mich nicht. Der ist 22 Jahre alt, Innenverteidiger, kann auch als Rechtsverteidiger auflaufen. Kam im Winter aus Argentinien von Defensa y Justicia. Was das ist das für ein geiler Vereinsname? Ja. Geil, oder? Verteidigung und äh, Gerechtigkeit. So sieht's aus. Geil. Ist aber keine Armee Arme Ich wollte Ist es nicht, nee. Der Wer Fenster Werksmannschaft der, der Staatsanwaltschaft. Wäre nicht schlecht. Defensa Iofifia verpflichtete <laughs> Julian Malatini nach einer Leihe von Fea Talleres. <laughs> Geil, oder Sebastian? Und zwar erst Anfang Januar. Und dann verkauften sie ihn direkt wieder weiter an Werder Bremen. Okay. Das ist spektakulär. Aber also, verkauft. Nicht verliehen, sondern wirklich verkauft. Er ist verkauft. Er ist nach Bremen festgewechselt, ja. Okay. Somit kennst du seine Historie. Ja, Wahnsinn. Jetzt ja. willst du seine Qualitäten, denke ich mal, wissen. Ja, gerne. Das sind gute Tacklings, gute Dribblings, er ist schnell, hat eine gute Spieleröffnung und sowas. Gleich im ersten Spiel für Werder Bremen erzielte er ein Tor. Nämlich okay. Beim 3 zu 1 gegen Freiburg. Also er kann offensichtlich auch Tore erzielen. Also achtet mal auf den. Ist, ist ein ganz interessanter Spieler, muss man sagen. Ja. Ist noch jung, jetzt neu in der Liga, muss man mal gucken, wie sich das so entwickelt. Aber ich finde den ganz interessant. Einen anderen Spieler fand ich auch schon immer herausragend mhm. interessant und gut. Das ist Felix Agu. Ja, übrigens den, nicht verwandt, mit Ski-Agu. Sehr gut. Ja. Den kenne ich aber noch aus unseren zweitligazeiten zeiten mhm. und Dann dachte ich immer, Mensch, das wäre doch auch einer, was wäre doch auch einer für uns. Mhm. Ja. Äh, Werder Bremen hat sich den dann gesichert. Inzwischen ist er auch schon 24 Jahre alt, kann Link Linker Verteidiger spielen, linker Wingback, rechter Verteidiger theoretisch auch, auch rechter Wingback natürlich, brauchte aber dann eine Ewigkeit, um in Bremen anzukommen, weil er enorm viele Probleme mit Verletzungen hatte, sehr, sehr schade, weil er war schon ein großes Talent, zumindest mal für die zweite Liga überqualifiziert. Dann die Verletzungen, aber inzwischen muss man sagen, ist er gesetzt und fit, hat zwar erst eine Vorlage, bringt aber viel mit, was mir gefällt. Er ist schnell, er ist dribbelstark, ist sehr hart in den Zweikämpfen, zeigt immer wieder gute Tacklings, bearbeitet seine Seite wirklich sehr entschlossen. Das ist einfach stark. Ist ein Spieler, der eher auf die Flanke geht und nicht auf den Cut. Mhm. Also anders als Chris Führig, Hat vielleicht noch Schwächen im Abschluss, deswegen vielleicht dann eher die Flanke als eben mhm. der Cut. Also, auch das ist ja gut, wenn ich weiß, was ich nicht kann. Ja. ja. Und ähm, was mir auch noch negativ aufgefallen ist, er neigt zu federn, wenn er unter Druck gesetzt wird. Das ja, heißt, gut, ja. wenn du Dampf gibst, kannst du ihn zumindest mal etwas aus der Spur bringen. Aber das ist schon ein Spieler, der kann Spaß machen. Hoffentlich nicht am kommenden Sonntag. Und bei Bremen spieler links oder rechts? Äh, links. Okay. Ja, also das ist seine Seite. Rechts ist ja mittelweiser gesetzt. Da ja, kommst du ja nicht dran vorbei. Bist nicht Lin so links wie rechts bei Bremen, hinten wie vorne. Ist mir das egal, so ja. ist es. Nick Woltemade müssen ja, wir auch besprechen. Habe ich, hab ich schon mal gehört. Ja. Habe ich schon mal gehört. Wird den VfB sehr wahrscheinlich verstärken in der kommenden Saison. Ist 22 Jahre alt. Wir haben es ja erst vor ein paar Wochen, ich glaube vor ein oder zwei Wochen besprochen. Ist ein Neuner, kann auch auf der Zehn spielen, kann auch hängend über rechts kommen. Zeigt immer wieder gute Dribblings. Ist vor allem pressing resistent mit dem Rücken zum Tor. Ja, da kriegt er das ganz gut hin. Aber sobald der Druck von vorne bekommt, wird es schwieriger. Arbeitet immer wieder gut nach hinten mit, hat ein gutes Passspiel, ist ein guter Wandspieler, deswegen ja auch die Pressingresistenz mit äh, Rücken zum Tor. Dann Musst du immer mit guten, steilen Klatschaktionen und Give-and-Go-Aktionen rechnen. Also, das macht er einfach gut. Spielt auch immer wieder gute, lange Bälle hinter die Kette. Ist also, wie gesagt, eher kreativ wichtig für Werder Bremen und nicht so sehr, was die Torausbeute angeht. Ist auch mit knapp zwei Metern kein guter Kopfballspieler, muss man sagen. Und um nochmal auf seine Scoring-Werte abzuheben, als Stürmer noch ohne Torerfolg und ohne Vorlage. Das ist natürlich jetzt nicht unbedingt. Erschreckend stark, um <laughs> es mal also, ja. auszudrücken. Also ja. guter Spieler mit schlechten Werten. Ja, vielleicht auch auf der falschen Position, ich weiß es nicht, aber als Stürmer solltest du, glaube ich, ein bisschen mehr ja. äh, auf die Uhr bringen als 0-0. Ja, also das kann er, kann er dann in Stuttgart machen. Gerne, so, so er denn kommen sollte, kann gerne. er zeigen, dass er auch treffen kann. Er kann ja treffen, hat er gezeigt in seiner Drittligasaison in Elversberg, hat er <laughs> irgendwie. 10 Tore, 9 Vorlagen in 31 Spielen hingelegt, ist natürlich nur die dritte Liga, aber es ist jetzt nicht so, dass er eine, weiß ich nicht, eine Aversion hat gegen das Tore schießen. Es geht schon besser. Ausfallliste beim VfB Stuttgart. Das wird wieder etwas mehr, habe ich das Gefühl. Josch Wagnermann ist bekannt mit seiner Ermüdungsreaktion im Mittelfuß. Dann Axel Sagadou, auch bekannt. Samuele Di Benedetto, Waden beim Bruch, müsste jetzt demnächst mal mit der Reha anfangen, glaube ich. Mhm. Ansonsten auch bekannt, dass Nico Nathai weiterhin ausfallen wird. Alexander Nübel, Zerrung im Gesäßmuskel, Sebastian, trainierte heute noch individuell im Kraftraum. Das könnte eng werden. Ja, ja müssen wir mal. Abwarten, was dann Sebastian Höhnes bei der Pressekonferenz zu berichten mhm. weiß. Anthony Roux, Kieferbruch steigert so langsam sein Pensum. Leverkusen könnte vielleicht klappen. Ja, war, glaube ich, auch die Prognose von Anfang an, dass ne? ja. das so das Spiel sein könnte, wo er wieder am Start ist. Und wie vorhin angekündigt, gibt es jetzt die Aufklärung: Dennis Undaff, Diagnose, bandagiertes Knie. Stand aber heute auf dem Platz, war gut drauf, wird ja, ja, am genau. Sonntag spielen. Ich glaube, das äh, Bandagier techniert er ja fast nach jedem Spiel hier in China. Und wenn es nur, nur dafür da ist, um die Gegner zu ärgern. Ja. <laughs> Und bei Zeru Girassi nochmal, er verließ ja am Samstag humpelnd das Feld. Der scheint heute ebenfalls auf dem Platz. Also auch er sollte für das Spiel gegen Bremen zur Verfügung stehen. Und dann sind wir auch schon beim Startelf-Tipp. Und jetzt bin ich gespannt. Jetzt gibt es so ein paar Positionen, ähm, da habe ich überhaupt keine Ahnung, wen ich bringen würde. Also, natürlich liegt es bei der ersten Position, die wir besprechen müssen, daran, dass ich nicht weiß, wie Nübel aktuell ja, einsatzfähig ist. Ob es dann reicht für Sonntag oder nicht, ist dann die Frage, wenn Nübel fit wird, wird er am Tor stehen, wenn nicht, halt Fabio Redlo. Ja. Ja. Das können wir so lassen. Stergio oder Stenzler habe ich mir noch überlegt. Stergio. Ist safe. Ja. Kein Stenzelspiel. Ähm. Nee, sehe ich nicht. Und wir brauchen ihn auch als ähm, Co-Trainer. Dann gehe ich da mit, absolut. Ansonsten ist, glaube ich, die Abwehrkette klar mit Anton Ito-Mittelstädt. Ja. Doppelsechs ist auch klar. Dann die Frage: Mion, Lewilling oder Führig. Wer von diesen drei Spielern sichert sich die zwei Plätze, die es ja gibt, wenn wir davon ausgehen, dass Dennis Undav und Girasi mhm. im Sturm gesetzt sind? Dann sind es nur noch zwei Plätze, die es zu vergeben gilt. Ähm, welche zwei Spieler werden es denn in die Stadt erschaffen, deiner Meinung nach? Ich hätte jetzt eigentlich Jamie Leveling ähm, erstmal wieder auf die Bank beordert, aber nach seinem Tor ist es eigentlich schwierig. Aber Sebastian Hönes hat ja auch schon bewiesen, dass es ihm egal ist, wer er getroffen hat. Also die Spieler können auch wieder auf der Bank mal Platz nehmen. Und da ich glaube, ähm, dass äh, spielerische Qualität wichtiger ist als Körperlichkeit, Tempo, Robustheit, ähm, sehe ich tatsächlich dann Enzo Mio und Chris Fürich äh, okay. in der Startelf und Jamie ähm, erstmal auf der Bank. So, jetzt haben wir einen Konflikt. <laughs> weil bei mir natürlich Leveling anfängt. Ist ja, ja ganz klar. Leveling steht für mich fest äh, auf der rechten Seite. Ich kann mich auf die Diskussion einlassen, ob Mio oder Fürich beginnen. Aber Leveling. dann machen wir einen Kompromiss. und jetzt äh, bin ich wir, wir gönnen äh, Chris Fürich mal eine kleine Verschnaufpause. Wow. Und äh, spielen mit Mio und Leveling. Also, ich nehme das so an. Das ist der Kompromiss dafür, dass ich den Leveling in die Startelf bekomme. Mhm. Hinterlege aber hiermit, dass ich <laughs> davon ausgehe, dass Leveling und Fürich spielen werden. Aber. Wir gucken mal, wie es rauskommt. Jetzt äh, einmal zusammengefasst, wie immer im Tor, wen nehmen wir? Äh, Bretlo, weil okay. der Gesäßmuskel ist ja schon, glaube ich, einer der größten Muskeln im Körper. Und bis der wieder so richtig fit ist, äh, da dauert es ein bisschen und kein Risiko eingehen. Also. Dann Fabi Breto bei uns in der Kiste. Ja, der beste Breto aller Zeiten. So sieht's aus. Hinten rechts spielt Leonidas Stergio. Dann die Innenverteidigung Waldemar Anton und Hiroki Ito, der mir immer wieder zu, zu kurz kommt, aber ja. eine herausragende Saison spielt. Auf links, das wissen wir, und der kommt auch nicht so kurz. Maxi Mittelstädt. Dann haben wir die Doppelsechs einmal mit Atakan Karazor und daneben Angelo Stiller. Jamie Leveling kommt über die rechte Seite. Enzo Mio, würde ich sagen, kommt so über halb links. Mhm. Dann hast du einen Dennis Undarf, der sich immer wieder zwischen die Ketten fallen lässt und vielleicht dann auch als Szener fungiert. Mal sehen, was er sich so überlegt. Und natürlich vorne Seru Girasi, der das siebte Spiel in Folge treffen wird. Auf jeden Fall. So wird's kommen, Sebastian. Die nächste Musik ist schon geladen und ihr hört sie jetzt. So. Transfer-Update. Es ist mal wieder soweit, Sebastian. Und es gibt Fakten zu verkünden. Denn Nübel bleibt. Ja. Alexander Nübel hat seinen Vertrag beim FC Bayern München um vier Jahre plus Option verlängert. Für die nächsten zwei Spielzeiten wird Nübel weiter an den VfB Stuttgart verliehen. Es gibt wohl die Möglichkeit für den FC Bayern München, Nübel bereits im Sommer 2025 zurückzuholen. Man muss dem VfB aber dann rechtzeitig Bescheid geben. Da ist eine Frist vertraglich. Festgesetzt worden, warum möchten die Bayern diese Möglichkeit haben? Es könnte ja sein, dass Manu Neuer nach der Saison 2024-25 erkennt, jetzt reicht's, ich höre auf. Denn dann endet zum Beispiel auch sein Arbeitspapier bei dem FC Bayern München. Und man möchte natürlich dann gewappnet sein und mhm. würde dann den Alex Nübel ähm, aus Stuttgart zurückbeordern. Und sollte das übrigens der Fall sein, Sebastian, dann tritt die Option in Kraft, von der ich vorhin sprach, nämlich dass sich Nübels Vertrag nicht nur bis 2029 erstrecken wird, sondern sogar bis 2030. Also, was soll man dazu sagen? Es ist einfach eine super Option für den VfB Stuttgart. Das ist ja das, worauf wir alle gehofft ja. haben eigentlich. Ne? Es ist ein herausragender Rückhalt. Ja. Hat all das, was wir in den letzten Jahren... So ein Stück weit vermisst haben von einem Torhüter und es ist für mich wirklich die beste Option, die ja. sich dem VfB jetzt geboten hat. Ich finde es okay, wenn man Dennis Simon, über ihn werden wir auch gleich noch sprechen, jetzt nicht direkt ins kalte Wasser wirft, sondern erstmal zumindest mal dieses Jahr nochmal mit Nübel überbrückt. Und ich glaube, sollte der VfB und davon ist halt einfach auszugehen, in die Champions League kommen, finde ich es auch nicht ganz unklug, mit so einem erfahrenen Torhüter äh, in diese Champions League Saison ja. zu gehen. Auf jeden Fall. Nee, sehe ich ganz genauso. Und das ist ja das Szenario, was wir uns eigentlich immer alle erhofft haben, dass die Bayern mit Nübel verlängern und ihn dann gleich nochmal nach Stuttgart ausleihen für ein oder für zwei Jahre. Und ja, das gibt dann jetzt ein Stück weit Planungssicherheit. Du hast mit Fabio Breto eine gute Nummer zwei. Du hast mit dem Simon ein großes Talent dahinter, der jetzt natürlich in der vergangenen Spielzeit auch viele Verletzungsprobleme hatte und deswegen. Glaube ich jedenfalls und natürlich auch jetzt noch nicht äh, äh, große Forderungen stellen kann auf, auf die Nummer 1 im Tor. sehe ich auch so, dass er jetzt sich einfach auch ja, Spielpraxis verschaffen muss, vielleicht auf einem höheren Niveau. Und ich denke mal, dass da auch die Überlegungen von Fabian Wohlgemuth hingehen werden, dass man Simon vielleicht verleiht ja. äh, in der kommenden Saison. Dritte Liga sollte das Mindeste sein, würde ich jetzt mal so sagen. Und für mich ist das auch der richtige Weg. Er hat noch Vertrag bis 2027. Und wenn du ihn jetzt für ein Jahr, vielleicht auch für zwei, mhm. mal sehen, ähm, an einen sehr ambitionierten Drittligisten verleihst oder vielleicht sogar an einen Zweitligisten, der. Ja, zumindest mal garantiert, dass er regelmäßig geprüft wird, der gute ja. Dennis Simon, dann sollte das eigentlich der bestmögliche Weg sein. Ja, also wenn man der Meinung ist, es reicht einfach noch nicht für die Nummer eins oder es wäre zu riskant, dieses ja. Wagnis einzugehen, finde ich das eigentlich eine Lösung, mit der, ähm, glaube ich, auch Dennis Simon ganz gut leben kann. Und das Wichtigste ist, glaube ich, dass man das mit ihm auch gut kommuniziert, ihm erklärt, wie der Plan aussieht. Das muss für den Jungen einfach immer klar sein, dass der VfB auf ihn setzt, vorausgesetzt, man traut ihm diesen Schritt ja. zu. Und ähm, dass er halt einfach ja, ein Gefühl dafür entwickeln kann, wann es dann soweit sein soll, dass er auch die Chance bekommt, seine Qualitäten unter Beweis zu stellen. Wir haben uns überlegt, Sebastian, mhm. heute gehen wir mal so den Kader durch und werden mit also kurzen, prägnanten Antworten <laughs> Einschätzungen abgeben, wer denn nun beim VfB Stuttgart sicher bleiben wird in der kommenden Saison mhm. und wer vielleicht. Oder ziemlich sicher geht. Ja. ja. Und das geht jetzt hier wirklich rucki zucki, ja. habe ich mir überlegt. Wird Gen wirklich so genauso schnell wie das Kombinationsspiel des VfB durchs Mittelfeld werden wir jetzt hier euch sagen, wer aus unserer Sicht bleibt. Genau, geht, das ist also jetzt... Oder bei dem wir es noch nicht so einschätzen können. Es ist nicht bindend. ja Außer bei, bei Spielern, die mir sehr wichtig sind. Da ist es bindend. <laughs> da ist es bindend genau. <laughs> also lass uns mal loslegen im Tor. Alexander Nübel und Fabian ja. Preto sind klar, brauchen wir ja. nicht drüber reden. Dennis Simon, würde ich sagen, wird den Verein verlassen. Wird dann eine Laie irgendwo antreten, wie gesagt, dritte Liga, zweite Liga. Wäre sinnvoll, vermutlich. Ja. ja. Hiroki Ito, da mache ich ein kleines Fragezeichen dahinter. Ich würde sagen, von allen Abwehrspielern, die wir momentan im Kader haben, ist Hiroki Ito, der mit der höchsten Wechselwahrscheinlichkeit. Äh, ja, sehe ich genauso. Also, eine ne Bank halt äh, links in der Verteidigung, aber natürlich halt auch vermutlich äh, im Fokus auch englischer Clubs und so weiter. Und mal gucken, was die sich dann im Sommer so einfallen lassen. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass sich der da eine oder andere denkt, oh, der Ito, der wird bei uns auch ganz gut reinpassen. Passend dazu natürlich die aktuellen Gerüchte, dass der VfB auf der Suche ist nach einem neuen Innenverteidiger, der den linken Fuß als starken Fuß auszuweisen hat. Und ich würde mal sagen, den brauchen wir so oder so. Selbst ja. wenn Ito bleibt, wäre es mir recht, wenn es da vielleicht noch eine zusätzliche Option gäbe. Aber Ito, wie gesagt, für uns der Wackelkandidat in der Abwahl, Abwehr. Weiter Anton wird bleiben. Ja. Dann Axel Sagadou würde ich sagen, bleibt auch. Anthony Rouault wurde jetzt erst fest ist verpflichtet, verpflichtet ja. ist mit dabei. Bei Stergiu könnten jetzt diese Spiele ganz entscheidend sein, ob der VfB Stuttgart ihn fest verpflichtet und ihn dann weiter aufbaut. Ich würde sagen, Tendenz geht eher Richtung Verbleib, aber es ist wackelig. Genau, es gab ja auch mal klar. irgendwie eine Meldung, dass der VfB mit ihm nicht verlängern möchte. Aber er hat sich jetzt so stabil gezeigt. Also ich fände es tatsächlich schade, wenn man ihn ziehen lässt, weil er ist so ein junger Spieler. Ich glaube, da gibt es noch viel Potenzial. Und er hat auf jeden Fall, hat man jetzt ja deutlich gesehen, er hat bundesliga -Start Niveau Und ich fände es schade, wenn man ihn wieder abgeben würde. Also ich hoffe, er bleibt. Aber auf jeden Fall von unseren Defensivkräften neben Ito der wackeligste der Kandidaten. Gehe ich mit. Maxi Mittelstädt, Josh Wagnermann, Pascal Stenzel, die werden uns alle auf in der kommenden Saison beehren. Schauen wir uns Mittelfeld Angelo Stiller wird bleiben? Ja, sehe ich nicht, dass er jetzt nach einem Jahr direkt wieder das Weite sucht, obwohl er natürlich mit seinen Leistungen sich mit Sicherheit auch ins Schaufenster stellt. Und er wird sicherlich nicht auch er wird sicherlich nicht ohne Angebot bleiben, also werden Angebote kommen, kann ich mir vorstellen. Ja. aber ich glaube nicht, dass er gehen wird. Solange Hönes bleibt, bleibt auch stiller. Ja. Das ist ja offensichtlich äh, genau, eine Verbindung, also, die es nicht genau. zu lösen gilt. So Atakan Karasor, Auch da wird es Angebote geben, bin ich mir relativ sicher. Aber ich würde auch die Prognose wagen, Ata wird bleiben. Das glaube ich schon. Es gab ja schon mal, glaube ich, Angebote auch aus der Türkei zum ja. Beispiel. Aber kann ich mir nicht vorstellen, dass er geht, wo er sich jetzt in dieser Saison hier wirklich zum absoluten Leader mit aufgeschwungen hat. Dass, ähm Hierarchische Vakuum, was auch Vataro Endo hinterlassen hat, super ausgefüllt hat, was er auch vorher so angekündigt hat, dass er es machen möchte. Und er ist halt so, so wichtig geworden. Und er ist jetzt halt vom äh, elf. Kip-Kandidat, jetzt zum ja zum unangefochtenen Startelf-Spieler geworden. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass er deswegen, dass er jetzt halt geht, wo er das erreicht hat. Ja, da müsste jetzt irgendwas komplett Absurdes kommen. Ja. Aber ich glaube, wir können mit Atakan Karasor planen. Modahut haben wir letzte Woche schon gesagt, wird den VfB verlassen, da lege ich mich fest. Ja. Bei Nikonate würde ich auch ein Fragezeichen setzen, einfach zu häufig verletzt. Inzwischen zu weit weg, viel Potenzial, aber da könnte es sein, dass man sich vielleicht überlegt, und wenn es nur über eine Laie ist, was aber glaube ich bedeuten würde, das dass man erstmal den Vertrag verlängern muss. Ja. Ja, aber da könnte es sein, dass man Nico Nathai vielleicht rät, sich woanders zu orientieren. Ja. Ich weiß auch nicht, wie weit er jetzt schon ist mit seiner Knieverletzung, ob es vielleicht dann sogar Sinn macht, erstmal wieder in der zweiten Mannschaft beim VfB langsam Fuß das zu fassen. So, ja. Aber bei Nico Nathai würde ich jetzt mal nicht davon ausgehen, dass der allzu viele Spiele in der kommenden Saison für die Profis machen wird. Roberto Massimo, da läuft der Vertrag aus. Ja, ich glaube, das Kapitel ist beendet. Das ist beendet, gehe ich komplett mit, brauchen no. wir auch gar nicht groß ausführen. Genau, noch von Micha Reschke geholt, also einer der Dienstältesten Spieler tatsächlich beim VfB. Sehr, sehr viel mitgemacht, sehr, sehr viele Trainer gesehen. Aber ich glaube, seine Zeit ja, neigt sich jetzt tatsächlich dem Ende zu. Gehe ich mit Enso Mio, sage ich, wird bleiben. Auch hier Einschub, wenn was komplett Absurdes kommt, könnte ja. sein, dass auch ein Enso Mio darüber nachdenkt. Aber ich sage, Enso Mio wird bleiben. Wu Yong Chong genauso. Sehe ich jetzt auch nicht, dass er sofort wieder wechselt. Der wird auch wichtig werden in der kommenden Saison. Äh, viele Spiele. Ja? Und Wu Yong Chong kann sich dann vielleicht mal voll hier auf den VfB konzentrieren und muss nicht ja. ständig für Südkorea in den Einsatz ziehen, sozusagen. Lee Eggloff, auch da läuft der Vertrag aus. Ich würde mir wünschen, dass Lee Eggloff es irgendwie schafft, sich so einen Vertrag nochmal zu ähm, verdienen. Das Problem ist, er ist schon wieder verletzt, kann sich nicht präsentieren. Deswegen befürchte ich, dass Lee Eggloff den VfB Stuttgart am Ende dieser Saison verlassen wird. Ja, ich befürchte es auch. Also wir hoffen ja mehr oder weniger auf vielleicht Vertragsverlängerung plus, plus Laie auch. Ähm, aber ich, schwierig. Es ist, ja, er war also, so oft so nah dran, hat es aber irgendwie nie geschafft halt. Ne? Ähm, also ich wäre von einer Vertragsverlängerung, stand jetzt, überraschter als von ja. einem Abgang ohne ja, absolut. Vertragsverlängerung. Genki Karaguchi, auch da läuft der Vertrag aus, das Thema ist durch. Also ja, ist, man ist, glaube ich, ganz zufrieden mit Genki, aber. Wie gesagt, die Zeit hier beim VfB Stuttgart ist beendet. Lauren Ulrich, das wird interessant zu sehen, weil der fast gerade wieder richtig Fuß, gerade ja. in der zweiten Mannschaft, zeigt gute Leistung, würde gerne mehr spielen. Auch hier würde ich sagen, Tendenz eher Richtung Abgang, aber Laie. Laie ja. ja, das könnte ich mir vorstellen. Zweitligist ist da im Gespräch. Mhm. Das könnte eigentlich ganz gut passen. So, ja. Jetzt kommen wir zu den Leihspielern. Jill Diaz. Der in Polen spielt, oder auch nicht, und äh, glaube ich beim VfB keine Zukunft hat. Das ja. heißt, entweder wird er ausgeliehen oder verkauft. Genau, wir werden sein Tor gegen Paderborn nie vergessen, aber dann ist das Ding halt durch. Ja. Über Bärs ist man, glaube ich, auch äh, eher in Richtung Abschied unterwegs. Spielt ja bei Hatayas Bohr ist da verhältnismäßig oft auch in der Startelf. Vielleicht kriegt man da einen Deal hin, aber beim VfB wird er, glaube ich, keine Zukunft haben. Jetzt wird's hart. Ja. Wir gehen in die Offensive. Jetzt, oha. So, und ich sag's, wie es ist. Auch wenn wir am VfB-Podcast sind, ich gehe fest davon aus, dass Chris Führig den VfB verlassen wird. Zu den Bayern. Ich, ich, ich weiß es nicht, ob er zu den Bayern geht, ob er nach Dortmund geht, ob er nach England geht, aber ich glaube, dass Chris Führich den VfB verlassen wird. Ja. Äh, glaube ich auch. Ich halte es für einen falschen Schritt. Ich auch. Also wenn er zu Bayern gehen sollte, wieder. Fisch, du Hasch hier alles. Ja, Nein, aber ich glaube, wenn Chris Führig zum Beispiel zu Bayern geht, wieder der nächste Jan Schlaudraff. Ähm, nein! Doch, nein, 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 doch, nein, 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 ja. nein, doch. Nein. Doch. Das ist eine andere Qualität. Das nee. ist, nein, nee. das ist eine andere Qualität. Jan, also beim besten Willen, nein. Also Chris Führig wird bei Bayern nicht Jan, Jan Schlaudraff. Du hast, also das ist eine ganz andere Qualität, Spieler, finde ich. Ja. Das ist so ähnlich wie. Also, da fällt mir jetzt nichts ein, Ihr weiß nicht, also da muss ich wirklich. <laughs> da überrascht mich ja komplett. Also, nee, nein. Also, es ist nicht Jan Schlaudrauf. Chris Führich hat für mich das Potenzial, bei den Bayern ein guter Ergänzungsspieler zu sein, ja, der da auch seine Szenen haben wird, die gut laufen. Aber auf Sicht ist das kein klassischer Bayern-Spieler. Da gehe ich mit. Da gehe ich mit. Aber die Qualität, Chris Führig, Jan Schlaudrauf, nee. Also, das, das, das kann ich nicht. Du Bist du richtig in Rage geraten, ne? Also Weil ja Chris Führig gut ist und hier bleiben soll. Ja, aber Chris Führig Und ich lasse mir meinen Chris Führig nicht mit Jan Schlauderer vergleichen. Also Chris Führig <laughs> hat eine richtig gute Saison gespielt beim VfB und eine ganz okay und eine ganz okay. Ähm, also. Ich glaube auch, dass er gehen wird. Ich halte es für einen großen Fehler. Ich glaube, dass er bei keinem anderen Verein so gut sein wird wie beim VfB. Da gehe ich mit. Ähm, und er wird da in der Versenkung verschwinden oder halt Ergänzungsspieler werden. Ja. Ähm, soll er machen. Ähm, also ist mir auch egal. Also Versenkung, da geh ich, ich gehe da wirklich nicht mit. Weil ich finde, er hat so viele Dinge, die andere Spieler nicht haben. Und das ist gerade die andere Schnelligkeit. Das ist ein guter Abschluss. Und es ist halt auch einfach die Fähigkeit inzwischen... Und das sagen wir über Chris Führig im Jahr 2024, <laughs> die richtigen Entscheidungen ja. zu treffen. Deswegen glaube ich, dass er sich schon durchsetzen kann. Ich glaube auch, dass ihm, wenn er wechseln möchte, eine Station wie Dortmund eher liegen könnte okay. als die Bayern. Ja. Ich kann aber verstehen, dass du als, ich glaube, es heißt, dass er sei Bayern-Fan oder so, ähm, dass die, Echt jetzt? hab ich mal gelesen. Aber stand auch im Internet, also man weiß es nicht. Ist auch egal, aber ich kann verstehen, dass wenn du die Möglichkeit bekommst, für den FC Bayern München zu spielen, deutscher Nationalspieler bist, ja. das unterstreicht ja schon nochmal die Fähigkeiten, die so, du mitbringst. So, so wie Jan Schlaudraff. So, kommen wir zu Silas. <laughs> Der Chris Führig ist nicht wie Jan Schlaudraf. Aber Schlaudraf war auch Nationalspieler. Unabsichtlich. Ja. Also, also Silas ist Nationalspieler. Und auch da würde ich sagen, stehen die Zeichen auf Abschied. Ja. Also er kann ja eigentlich mit der Rolle jetzt aktuell nicht zufrieden sein. Nee. Und lass es mich so sagen: Jamie Leveling ist der nächste, über den wir sprechen wollten. Mhm. Das ist so ein bisschen davon abhängig, ob der VfB bereit ist, eben diese Ablöse ja. zu bezahlen, das Paket insgesamt zu stemmen. Und ich glaube, wenn Jamie bleibt, wird sie das gehen. Ja. Können wir das so festhalten? Ja. Und wenn Jamie geht zurück zu Union? würde ich trotzdem nicht ausschließen, dass sie das auch den VfB verlässt. Dann sind es natürlich schon viele Baustellen, die man schließen müsste. Äh, ja, absolut. Und wenn du jetzt nur einen von beiden halten könntest? Jimmy Develing, sorry, ich muss es einfach so sagen. Ich bin, also ich, das ist super schwer. Also, ja. weil ich mag Silas unglaublich, aber er kann momentan unserem Spiel nicht das geben, was wir brauchen. Ja, vor allem ich glaube, das Problem ist halt ähm, unter Sebastian Hoeneß haben fast alle Spieler einen, einen wahnsinnigen Sprung nach vorne gemacht und äh, bei Silas ist dieser Sprung Klein, überschaubar, überscha relativ mhm. klein bis nicht erkennbar und deswegen fällt er halt in, im, im Vergleich zu anderen halt dann deutlich ab einfach ja und man mir fehlt auch so ein bisschen die Fantasie äh, zu sehen, dass er äh, diesen Schritt dann in der kommenden Saison macht und äh, sich dann zusammen mit den anderen Offensivkräften der Champions League durch irgendwelche gegnerischen Abwehr rein kombiniert. Wir können es ja so sagen, also es wird mit Sicherheit auch eine Frage des Angebots sein. Ja. Also sollte da tatsächlich ein potenter englischer Club um die Ecke kommen? Und einen zweistelligen Millionenbetrag auf den Tisch legen, dann würde ich, glaube ich, jetzt nicht lange warten mit ja. der Entscheidung, ob man sie das abgibt oder ob man kämpft. Aber wie gesagt, du musst dir ja auch überlegen, wenn ein Sie das geht und vielleicht Jamie Lewell nicht ja, beim Lüte, VfB bleibt, wie Problem, ersetzt ja. du das? Ja, dann sind wir bei Luca Raimund, der könnte das machen, <laughs> wird es aber wahrscheinlich nicht als Stammkraft tun. Aber ich glaube, er wird beim VfB bleiben. Da könnte man ja auch überlegen, ob vielleicht eine Laie Sinn macht, aber ich könnte mir vorstellen, dass man ihn tatsächlich häufiger mhm. sieht in der. Kommenden Saison, auch bei den Profis natürlich, jetzt ja. nicht nur in, im Unterbau. Seru Hoffnung am Horizont, sage ich mal so. Oha. Da gibt es Informationen, die mich zumindest etwas hoffnungsvoller stimmen, dass es vielleicht sein könnte, dass Seru doch doch nochmal beim VfB bleibt. Okay. Wenn ich mich entscheiden müsste, wenn ich Geld setzen müsste, würde ich auf Abschied setzen, mhm. ja. Aber ich sage mal so, es ist nicht knallrot. Es ist eher gelb. <laughs> Ist Gut, ja. also nehme ich. Nehm nehm ich, ich auch. Also jeden, jeden, jeden Hoffnungsschimmer, den es da gibt, nehme ich gerne mit. Ja, also vielleicht gibt es bald mehr dazu, aber also ich würde es nicht komplett ausschließen, dass er bleibt. Aber wie gesagt, bitte keine falschen Hoffnungen. Tendenz geht eher Richtung Abschied. Dennis Undarf ist auch wieder eine ähnliche Frage wie bei Jamie Lewing, nur finanziell auf einem anderen Niveau. Ja. Möchte der VfB sich dieses Paket leisten? Wenn ja. Ich glaube ich, würde es an Dennis nicht scheitern. Ja. Dann bleibt er. Wenn der VfB es nicht kann, wird er halt gehen, logischerweise, weil der äh, Leihvertrag eben ausläuft. Aber man muss, wie gesagt, immer mal bedenken, du siehst es jetzt mit Etikité. Du holst einen Spieler für 20 Millionen, zahlst ihm ein relativ mhm. hohes Gehalt. Der kommt in deine Mannschaft, spielt nur für sich, passt auch irgendwie nicht so richtig bei Eintracht Frankfurt ja. rein. Natürlich hat er Qualitäten. Und die hat man mit Sicherheit auch schon aufblitzen sehen in manchen Auftritten bei der Eintracht. Aber es ist so schwer einen funktionierenden Stürmer zu ersetzen, dass man sich wirklich gut überlegen muss, ob man dieses Risiko nicht eingeht, weil eins ist auch klar: Du kannst Dennis jetzt verpflichten, und es könnte dann trotzdem so sein, dass er in der kommenden Saison einfach nicht mehr diese Leistung ja. abrufen kann, sprich das, was er jetzt halt konservieren kann und dann in der kommenden Saison genauso zeigen kann. Ich würde dennoch, glaube ich, behaupten wollen wir werden nicht dieses doppelsturm in der nächsten Saison beim VfB auf dem Platz sehen. Also Girassi und UNDAF, das wäre für mich fast so überraschend wie der Champions-League-Einzug des VfB Stuttgart. <lacht> <lacht> Wenn ich mir einen wünschen dürfte, nee, jetzt bist du dran. Wenn du dir nur einen aussuchen dürftest, den würdest du nehmen, Girassi oder UNDAF? Oh, Sebastian denkt nach. Ich glaube, ich würde Dennis UNDAF nehmen. Wow, ja. okay. Ich nehme Seru Girasi. <laughs> ich, ähm, ich mag Dennis sehr, muss ich ja. sagen. Aber Seru ist für mich als, ist eine eingebaute Torgarantie. Ja, absolut, klar. Also, aber ich, hab, ich sehe halt bei, ähm, bei ähm, Dennis Underf, aber auch die Qualität, dass er halt auch einen anderen Mittelstürmer so in Szene setzen kann. Ja. Der wird nicht so viele Tore machen wie Girasi, aber ich, ich sehe schon diese Qualität auch als Zehner mit diesen Vertikalpässen, dass er halt auch die Spieler noch besser in Szene setzen kann als Girasi, der natürlich seine Qualitäten hat als Wandspieler. Also Ganz schwierig, aber ich sehe das tatsächlich Dennis Underf Und sollte Chris Fürich tatsächlich dann zu den Bayern gehen, ist ja quasi Dennis Underf auch schon bezahlt. So, dann haben wir das auch schon geklärt. Herausragend. Weit Fagier. Jetzt kommen wir wieder zu den Leihspielern. Was macht er so in Dänemark? Der ist nicht mehr in Dänemark. Er spielt bei Elversberg. Ach der. Ja, Wahrheit Fagier ist inzwischen. Ja. Hast du verwechselt? Aber er. war ja Ich hab's nicht verwechselt, aber nur noch nicht nachgedacht. Macht ja. aber auch nichts. Das ist nicht ja ganz oft so. Spiel? Ja, jetzt ist er wieder so langsam fit, hat immer wieder Oberschenkelprobleme. Hat sich eigentlich gar nicht so schlecht geschlagen. Ich würde davon ausgehen, dass man versuchen wird, Fagir noch nochmal zu verleihen. Mhm. Ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass man ihn direkt abgibt. Ich glaube, man sieht schon noch was in ihm. Aber das, weiß, das ist einfach nur so ein Bauchgefühl, ja, ja. das ich habe. Ich habe jetzt keine Gespräche führen können. Ich äh, würde mir einfach wünschen, dass das noch irgendwie aufgeht. Ich habe mich damals weit auf den, aus dem Fenster gelehnt. Bislang muss ich sagen, ist das noch nicht der beste Transfer von ein hat <laughs> <Missingert> beim VfB Stuttgart. <laughs> Aber man sieht immer wieder was... Ein Sven hat vielleicht auch in Waldfagier ja. gesehen haben könnte. Und ich erinnere mich an die legendären Duelle zwischen Elbersberg und Hansa Rostock, als Weidfagia und Perea die Tore geschossen haben. Ja, bei Juan Perea bin ich mir relativ sicher, dass es, sollte es einen Verein geben, der ihn aufnehmen möchte, der VfB dem äh, nichts entgegensetzt. Der spielt auch nicht mehr so richtig, oder? In Rostock? Ja, mal mehr, mal weniger. Ja. Der macht es auch jetzt nicht komplett schlecht. Und was er ja immer mit reinbringt, ist eine unheimliche Mentalität. Das hilft jeder Mannschaft. Also, das ist schon mal ein Asset. Aber ich glaube, beim VfB Stuttgart reicht's nicht, dass die Kaderqualität inzwischen ja. so hoch, dass Juan Pereira einfach nicht zum Einsatz käme. Das kannst du auch über Luca Pfeiffer sagen. Ja. Da ist nur die Frage, kriegst du den los? Ja, also das klingt jetzt super hieß, ja. aber du, findest du einen Abnehmer, der bereit ist, zum Beispiel ähnlich eh hohe Gehaltssummen zu zahlen wie es der VfB vermutlich machen wird. Also weißt du, wie lange sein Vertrag noch läuft? Auswendig nicht. Könnten wir das kurz recherchieren, wenn du Bock hast. Aber ich könnte mir halt gut vorstellen, dass vielleicht auch ein Luca Pfeiffer mit Darmstadt in die zweite Liga geht. Also ich glaube, dass er sich da ganz wohl fühlen kann, obwohl er zuletzt auch nicht mehr so viel gespielt hat. Aber ich glaube, dass es halt einfach wirklich auch so ein Terodde-Ding ist, dass sich ein Luca Pfeiffer mhm. in der zweiten Liga besser zurechtfindet als in der ersten Bundesliga. Mosanko, Herakles, Almelo, da... Schaue ich immer rüber und denke mir, Mensch, das kann doch gar nicht sein, dass der in der sie keinen kein Fuß fasst. Der hat eigentlich alles, was du brauchst, aber offensichtlich noch die Blockade im Kopf durch die Verletzung, mhm. um komplett durch die Decke zu gehen. Bei Mo Sanko, ähnlich wie bei Fagier, könnte ich mir vorstellen, dass man versucht, zumindest mal ihn erstmal mit dazu zu nehmen und dann zu schauen, okay, was bringt der ja. aktuell? Und wenn man das Gefühl hat, da ist was da, vielleicht nochmal eine Laie oder tatsächlich dann behalten in Stuttgart und als Ergänzungsspieler sozusagen mitnehmen. Je nachdem, was sich bei uns in der Offensive so tut, ob ein seru Girassi und ein Dennis Unter vielleicht fehlen, dann könnte ein Sanko zumindest mal als Option auf der Bank in Frage kommen. Aber ja. ich sag mal so, die Leistungen, die er jetzt in dieser Saison gezeigt hat, die rechtfertigen eigentlich meine Vermutung überhaupt nicht. Es sind die Eindrücke, die ich gesammelt habe, wenn ich Mo Sanko spielen sehen habe. Dann habe ich immer das Gefühl, okay, das ist eine Granate, der wird ja, durch die Decke ja. gehen. Hat er aber bis jetzt noch nicht wieder Beweis stellen können. Für Thomas Castanaras läuft aktuell eine Laie in Ulm und zwar gar nicht so schlecht. Läuft gut, oder? <laughs> ja, würde ich auch sagen. Hat jetzt wieder ein wichtiges Tor geschossen ja. für die Ulmer. Er läuft doch bei Ulm generell, ne? Ja, muss man sagen. Die steigen auf. Sieht da mhm. aus, ja. Und vielleicht wäre das eine Möglichkeit, Castanaras dann gleich nochmal ein Jahr zu verleihen. Mhm. Könnte ich mir vorstellen, dass er dann in Ulm bleibt. Bei Jovan Milosevic kann ich mir was ähnliches vorstellen mit ja. St. Gallen, ja? dass man sagt, okay, wir verlängern die Laie. Er ja, hat ja auch eine Verletzung erstmal durchlaufen müssen, nachdem ankam. Nach St. Gallen, dann Traumtor, dann Verletzung. Dann zurück und gleich wieder ein gutes Tor geschossen. So, ne? ist halt. so ist er halt. Auch da ist halt die Frage, was sieht Sebastian Höhnes aktuell in ihm? Ja. Wäre das ein Spieler, den er jetzt nicht nur auf, der Bank, auf die Bank setzt, um ihn da hinzusetzen, sondern ob er realistische Möglichkeiten auch sieht, ihm Einsatzzeiten zu schenken? Dass er was von ihm hält, wissen wir. Das hat er auch schon in Pressekonferenzen gesagt, aber ja. er ist halt einfach noch nicht da, um wirklich eine Option für Sebastian Höhnes zu sein. Und deswegen könnte ich mir bei den letzten genannten Spielern, also Casanaras und Milosevic, einfach vorstellen, dass man diese, Länge, äh, diese Laie nochmal um ein Jahr verlängert und ähm, sie in Ulm respektive St. Gallen hält. Ja. So. Übrigens, Luca Pfeiffer, Vertrag bis 2026 beim VfB. Ja, also dann. Mhm. Muss man sich was überlegen? Man sich mal was überlegen ja. So auszudrücken. Gut, vielleicht ist ja die U21 was ja. für ihn. Kommen wir nämlich genau darauf zu sprechen. Und da ist Kurioses passiert, möchte ich so sagen. Also die zweite Mannschaft des VfB Schucker traf in Mainz auf ähm, ja eben die Zweitvertretung des FSV. Und es gab, wie schon angedeutet, zwei kuriose Tore. Erst läuft Dejan Gallien einen viel zu kurzen Rückpass ab und bringt den VfB. In Führung, den VfB 2. Nur drei Minuten später sieht dann Dennis Simon, habe ich vorhin auch schon mal mhm. angeteasert, nicht besonders gut aus, als ein Diagonalball, der Mainzer zum Problem wird. Also, ihr seht es jetzt gerade im Bild, es ist eine tricky situation, wie mhm. wir jungen Menschen sagen. Der Ball landet nämlich auf Höhe der 16er Linie. Und Dennis wollte eigentlich den Ball mit der Hand aufnehmen. Ah. Hat aber dann das Problem, dass ja, er nicht da, rausgehen da, ja, kann. Okay. Und dann kommt ähm, ein Spieler namens Müller. Ich habe nur den Nachnamen, sorry. Ähm, und spitze diesen Ball weg, nutzt das praktisch aus und erzielt dann den Ausgleich. Die richtige Herangehensweise hätte zum Beispiel sein können, dass natürlich Dennis früher rauskommt, ja, dann in bester Timo Hildebrand-Manier, kann ich mich noch daran erinnern, gegen die Bayern war das mal per Kopf klärt, ja, ja oder halt das Ding einfach wegdrischt. Ja. So, das wäre eigentlich die richtige Herangehensweise gewesen. Er hat sich jetzt hier für die falsche entschieden. Ich finde das okay. Bei einem jungen Torwart dürfen solche Fehler durchaus mal drin sein und er wird daraus mit Sicherheit lernen. Es blieb bei diesem 1-1. Und da die Kickers und Hoffenheim hohe Siege gegen die beiden Balingens einfuhren, verlor der VfB etwas den Anschluss an die Tabellenspitze und ähm, liegt jetzt momentan 5 Punkte hinter Hoffenheim 2 und 7 Punkte hinter den Kickers. Also mit dem Aufstieg wird es wohl eher nichts oder zumindest mal schwer. Am Sonntag kann der VfB2 vielleicht noch etwas drehen und sich wieder anmelden im Kampf um den Aufstieg. Denn es geht gegen Steinbach-Heiger. Bei denen läuft es aktuell nicht ganz so gut. Sie stehen auf Platz 13, punktgleich mit dem 14. Astoria Waldorf und nur einen Punkt vor dem VfR Aalen. Zuletzt auch drei Spiele sieglos. Hoffenheim übrigens, ja, der erste Konkurrent des VfB Stuttgart, trifft auf die SG Barockstadt fulda Lenartz Die stehen in der Tabelle ganz ordentlich da, nämlich auch Platz 7, haben aber zuletzt durchaus abgebaut. Und die Kickers, die treffen auf den FSV Frankfurt, der nur einen Platz besser dasteht als Steinbach-Heiger. Also, ich würde mal sagen, das sind alles machbare Aufgaben für die drei Erz Erstplatzierten. Und man muss so ein Stück weit darauf hoffen, dass vielleicht, ja, Hoffenheim oder die Kickers oder am besten beide patzen, der VfB sein Spiel am Sonntag gewinnt und dann sich nochmal anmelden kann im Aufstiegsrennen. Mal gucken, ob es dazu kommt. Du hast. Genau, und dann schon für ja. euren Terminkalender am Wochenende drauf, dann nämlich am 27. April, findet dann ähm, das Spiel Kickers gegen. Den VfB Stuttgart statt. Also, es ist wieder Derby-Time. So. Oben auf der Waldau. Ich erinnere mich äh, ans Hinspiel. Das war ja ein Heimspiel für den VfB. Oben auf der Waldau. Ähm, hat der VfB relativ chancenlos, glaube ich, 0-2 verloren. Kickers total also, abgezockt. Äh, ja, also wirklich sehr, sehr routiniert ähm, haben die Kickers da gespielt. Da gibt es eine Revanche. Ähm, genau, 27.4. Samstag, 14 Uhr. Also könnt ihr euch schon mal vormerken. Und ja, vielleicht ist die Tabellenkonstellation ja auch so, ähm, dass der VfB da nochmal richtig ranrücken kann oder zumindest den Kickers den Aufstieg vermiesen kann. Wir haben schon darüber gesprochen, dass es bei Lua. Nicht so spektakulär zuging. Es gab kuriose Tore, aber es war nicht besonders spannend. Auch bei der Profimannschaft war nicht allzu viel los. Ganz anders bei der U19, Sebastian. Die legten gegen den ersten FC Heidenheim wirklich einen wilden Auftritt hin. 0 zu 2 lag man nach Toren von Nick Rothweiler und Luke knapp bereits zurück. Außerdem wurde Weltmeister, ich habe gelernt, <laughs> ja. Max Herwart auch noch mit Gelbrot vom Platz gestellt. Aber da stoppte die Jungs von Nico Willig nicht in der 70. Minute. Gelang Elliot Bojuppi der Anschluss. Drei Minuten später war es wieder Bojuppi, der mit so einem frechen Freistoß den Ausgleich erzielte. Direkt verwandelt. Super frech, seht ihr jetzt. Ha, ha, ha. Und drei Minuten vor Schluss traf dann Alexandre Azevedo nach einem tollen Solo zum 3 zu 2. Ja, aber es sind bei der u 19 immer wieder die gleichen Namen. Ne? Also, krasse Aufruhrjagd, ja. Ja, also. Starke ja. Leistung, vor allem äh, gleich in der ersten Minute das Gegentor, da ist ja dann die Stimmung auch erstmal am Boden und dann ja, spielst du halt lange äh, schadlos und kriegst dann in der, ich glaube, kurz vor der 60. Minute das 0 zu 2 und dann kommst du nochmal so zurück stark und machst in der 87. den Siegtreffer, nicht so schlecht. Wo ja. Bojupi im Jahr 2024, wirklich der Mann schlechthin, ja. also wirklich mit herausragenden Leistungen, muss man sagen. Tabellarisch ändert sich nichts für unsere U19, wir stehen weiterhin auf dem sechsten Platz. Aber jetzt steht ein absolutes Highlight an, eigentlich zwei. Denn zur Stunde, also sie müssten eigentlich schon durch sein, spielt unsere U19 im WFV-Pokal gegen die Schulgurger Kickers. Das ist das eine Derby. Und das andere Derby, Sebastian, du recherchierst vermutlich äh, gerade. Ja. Das findet am Samstag um 13 Uhr statt, nämlich in Karlsruhe gegen den KSC. Die stehen aktuell auf Platz 3 und mit einem Sieg des VfB könnte man zumindest mal den KSC überholen. Und ich würde mal sagen, das ist das Ziel und danach schauen wir weiter. Gibt es Neuigkeiten zum Spiel zwischen der U19 des VfB Stuttgart und den Stuttgarter Kickers? Ah, ja, es ist schwierig. Das Guck ist mal schwierig. auf dem Twitter-Kanal von Jung und Wild. Das ist ein guter gute Hinweis. Wenn du was findest, dann vermutlich dort. Ich warte noch kurz, ja, leite dann über zu den VfB Frauen und wir schieben das dann einfach, habe ich mir gedacht, bei den Frauen mit rein, das Ergebnis wenn es denn schon eins gibt. Also VfB-Frauen, die gewannen gegen deren Dingen bei Tübingen, ich habe mhm. gelernt, mit 3 zu 1. Übrigens Jana Beuschlein zurück in der Stadt Ja, Endlich. Ja. Nach, nach Krankheit ist sie wieder fit. Herausragend. Sie fit Start. Ja. Nach 22 Minuten ging es genau so, eigentlich, wie man sich erwartet, wenn die VfB-Frauen mit ihrem wirklich starken Kader natürlich auf so einen normalen äh, Viertligisten treffen. Mandy Islacker macht ihr fünftes Saisontor und bringt, wie gesagt, die VfB-Frauen in Führung. So ging es dann auch in die Pause und das haben wir bei den VfB-Frauen jetzt schon häufiger erlebt. Eigentlich haben sie Chancen für viel mehr Tore, nutzen die aber nicht, mhm. gehen dann mit einem relativ knappen Ergebnis in die Pause und Bringst dich damit halt einfach unter Zugzwang, weil ja. es kann halt immer mal irgendwie einer reinkugeln ja, und du dann ärgerst du dich halt einfach, dass du deine Chancen nicht nutzt. Ja, also Effizienz ist noch ein Thema. Es bleiben zu viele Chancen ungenutzt und da sollte man ein bisschen konzentrierter sein, ein bisschen gieriger sein, vielleicht, um halt einfach, ja, damit mit 2-3-0 in die Halbzeit zu gehen, dass das Spiel dann wirklich auch schon durch ist nach 45 Minuten und du dann halt nicht mehr der knappen Führung aus der Pause rauskommst, dann nochmal wirklich aufpassen musst. Es ist ja bislang immer gut gegangen, aber ich wäre dann auch tatsächlich ein bisschen entspannter, wenn man dann die vier Chancen auch zu mehreren Toren mal nutzt. sie hatten auch in der zweiten Halbzeit wieder richtig gute Möglichkeiten, die sie liegen ließen. Das ist echt ein Problem. Jana Beuschlein macht da den Schlotter weg, ja, schoss frei vor dem Tor stehen, aus wenigen Metern im Überstor. Ich möchte ihr jetzt gar keinen großen Vorwurf machen. Wenn du lange raus bist, kann ja, sowas absolut, mal passieren. Ja. Aber es sieht natürlich dann trotzdem unglücklich aus. Wenn ja. du am Ende aufgrund so einer Chance vielleicht dann zwei Punkte verlierst, dann wird das plötzlich zum Thema. Ja. Also, man vergibt beste Möglichkeiten. Und wenn es halt mit dem klassischen Spielen nicht klappt. Und sie haben wirklich teilweise tolle Spielzüge ja. gezeigt. Dann vielleicht aus der Distanz. Und genau so war es auch. Chiara Mazziniak erzielt aus 18 Metern das sehenswerte 2 zu 0. Aber mhm. es ist noch nicht das schönste Tor äh, des Tages ja. gewesen. Das kommt natürlich. Und ihr wisst schon von wem. Aber es wurde dann nochmal sehr spannend. Denn nach diesem 2 zu 0 ließen ja. die VfB-Frauen ein bisschen nach, so dass in der 78. Minute Marlene Knecht Nochmal den Anschluss herstellen konnte, da sah Besa Lezi nicht ganz so gut aus. Und dann kam sie wieder, Sebastian, die Frau für die Traumtore. Ja, beim die VfG. mittlerweile an jedem Spieltag ein Traumtor ist. Das erzählt. ist komplett absurd. <laughs> Loretta temai ich weiß nicht, 25 Meter, 28 Meter, ich weiß es nicht, haut einfach mal wieder ein Ding raus mit ihrer unglaublichen Schusstechnik. Wirklich absurd. Ja, ja. 3-1, ich habe es auch gesehen, ciao. aber. Wenn, wenn wenn die Dame sich den Ball irgendwie vorlegt irgendwo in der gegnerischen Hälfte ist es eigentlich wie ein Elfmeter, weil der wird schon irgendwie im Winkel landen und natürlich die Torhüterinnen sind dann meistens auch natürlich jetzt nicht die allergrößten, dass sie halt aus dem Winkel die Bälle halt rausfischen können und sie hat dann eine dermaßen gute Schusstechnik, dass diese Distanzschüsse halt auch wirklich immer da landen, wo niemand mehr hinkommt. Also ja, das ist es irre. ist irre großartig. Und man kann nur hoffen, dass sie noch lange für den VfB <laughs> spielen wird. Also wirklich eine unfassbare Spielerin. Sie hat auch so einen Freistoß mit dabei gehabt, weiß ich noch. In der ersten Halbzeit, der hätte eigentlich auch schon ein Tor verdient. Also da hat sie eine Vorlage gegeben ja. und die wurde knapp nicht verwertet. Also eine unfassbare Spielerin, muss ich ganz ehrlich sagen. Herausragend. Verdienter Sieg unterm Strich. Ja. Man hat es viel zu lange spannend gehalten, ja. Und noch spannender, Sebastian. War es bei der Konkurrenz? Ne? Ja, war es mhm. im Spiel Freiburg-St. Georgen gegen SV Sand 2. Hier führte Freiburg zweimal und konnte selbst nach dem 3 zu 2, das Sand dann irgendwann mal erzielte, nochmal ausgleichen. Und es sah wirklich alles so aus, als würde Sand Punkte verlieren, liegen lassen. Dann zweite Minute der Nachspielzeit. Julina Kimmich macht das 4 zu 3. Und ja, Sand bleibt somit dran an den VfB-Frauen. Genau, nur zwei Punkte dahinter und wir warten ja eigentlich wirklich händeringend eigentlich auf den Punktverlust von Sand. Aber äh, es läuft alles drauf hinaus. Ähm, es wird das Spiel sein, ja. ähm, dann äh, in Sand ähm, gegen den VfB, das darüber entscheiden wird, vermutlich, äh, wer aufsteigt und wer nicht halt. Ne? Echtes Playoff Spiel dann. Ja. ja, am Sonntag trifft der VfB dann auf den Platzierten TSV Neckarau. Sand zwei Spiel zu Hause gegen Platz sieben. Tettnang. Ich habe es mir gemerkt, Sebastian, wo es liegt. Nicht im Schwarzwald, am Bodensee. Bei, beim Bodensee. Genau. Kann nichts mehr Und nochmal kurzer ähm, Rückgriff äh, auf die U19. Die haben. Das Derby gewonnen. Ja! Im, 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 im WFV-Pokal und ähm, es war nicht mal knapp. Äh, 4 zu 0. Ja. 4 zu 0, äh, Die Tore erzielten Carlo Corani, Effe Korkot, Chris Olivier und äh, Jasinio Malanga. Boah, das klingt schon jetzt wie die ja, Welt die das Namen, ein. oder? Also herausragend. Herausragend. Deutscher denn... Meister 2025 <laughs> ah, okay, okay, okay. <laughs> Würde ich sagen. Sebastian, nehmen wir das Fanprojekt nochmal mit rein, oder nicht? Äh, ja, machen wir schnell, oder? Also, es gibt nämlich die Veranstaltung nächste Woche im... Kann. Kaffee kann, nicht Kaffee, sondern kann, kann, im Kann. kann. Warum den Kaffeekann? Weiß ich nicht, Kaffeekanne wahrscheinlich, aber äh, alles kann im kaffee Also in Kannstadt gibt es die Veranstaltung vom Fanprojekt und es geht um, um das Thema Sportwetten. Richtig, und ich habe einen tollen Podcast gehört. Und zwar war das der podcast Ich musste kurz überlegen. Da war nämlich auch schon der Herr zu Gast, der dann auch im Kann zu Gast sein wird von Winamax und ah. hat sich da ins Benehmen gesetzt. Kann man sich mal anhören. Sehr interessant, fand ich. Ähm, mit ein paar guten Punkten, die er so vorgebracht hat und ich sag mal sein Unternehmen etwas greifbarer gemacht ja. hat. Und ich finde es erstmal generell toll, ähm, dass ähm, Winamax als äh, Trikotsponsor des VfB ähm, auch greifbar ist und bei solchen Veranstaltungen, bei solchen, ich nenne es mal Fanveranstaltungen, tatsächlich dann vor Ort ist. Und wenn ich mir die Gästeliste angucke, wird dann der Herr von Winamax auch mit seiner Meinung vermutlich eher in der Minderheit sein. Ja. Und trotzdem stellt er sich und ich finde das äh, wirklich mutig und ich finde das gut. Ja, auch. Begrüße ich. Ja. Gut, wir haben es mal wieder geschafft, Sebastian. Ja. Eine lange Sendung und ist dir was aufgefallen? Äh, nein. Ja. Finde ich gut. <laughs> Vereinspolitik. Ja gut, das, das war ja. Ich habe ja vorher ähm, auch mit dir verhandelt, also heute keine Vereinspolitik. <laughs> ja, sonst kommt genau. Ich, dafür durfte ich eine Stunde später anfangen. <laughs> ja, also, genau. Es war eine harte Verhandlung, <laughs> ja. kann ich euch sagen. Nein, aber wir werden uns natürlich in ja den nächsten Wochen bestimmt nochmal mit dem Thema Vereinspolitik auseinandersetzen. Wir kommen nicht drum rum, Es gab wieder Mails vom Präsidium. Diesmal äh, mussten sie kommen, denn ähm, also falls ihr ins VfB-Präsidium möchtet. Richtig. Ihr könnt euch aufstellen lassen. Ihr könnt euch jetzt aufstellen also lassen. Also, erst müsst ihr euch bewerben natürlich und werdet dann vielleicht aufgestellt, aber ihr könnt euch bewerben. Ihr könnt euch Mühe geben ja. und könnt dann Christian Riedmüller für dessen noch verbleibende Amtszeit beerben, sozusagen. Mhm. Wenn ihr Bock habt auf richtig Action und Hackmack, dann <lacht> <lacht> schaut doch mal vorbei. Ja. Nein, so ganz äh, kritisch möchte ich das hier nicht stehen lassen. Ich glaube, das kann schon auch Spaß machen im Präsidium des VfB Stuttgart. Wie gesagt, wir werden das Ganze dann vielleicht in den ähm, kommenden Wochen noch mal etwas genauer beleuchten und vielleicht können wir dann schon Gäste, die sich äh, dem Gedanken auseinandersetzen, für den VfB im Präsidium zu sitzen, hier im Podcast begrüßen. Willst du jetzt so eine Castingshow machen? oder? Das, das wäre es doch ja, eigentlich. Ich find's geil. Mit so einem Basser, mit so ja. einem, äh, wie heißt diese Sendung? Ähm, Deutschland, nicht Deutschland. Deutschland sucht das Superpräsidium. So, das machen wir. Ja. Stuttgart, Kannstadt sucht <laughs> das, das Superpräsidium. Superpräsidium. Ja. Ab nächster Woche hier <laughs> auf diesem Kanal. Lasst einen Daumen da, bis dann. Ciao. Ciao.